Liebe Freunde von Cortices, liebe Freunde des humanistischen Salons, schön, Sie hier zu sehen, schön, euch wiederzusehen. Die letzte Präsenzveranstaltung unseres humanistischen Salons Nürnberg fand vor beinahe 3 Jahren statt, am 8. März 2020, als letzte Aktivität vor der Zeit der Schließungen und der Vorsicht und der Rücksicht, damals noch im Parks, im Stadtpark. Dann kamen noch einige Online-Termine, aber ein Salon ohne Treffen ist wie Kamillentee trinken ohne Erkältung. Das kann man machen, das muss man nicht machen. Nun also ein Neuanfang, ein neuer Ort, ein neues Glück. Der humanistische Salon verbindet Gehirne und Gedanken, Programm und Atmosphäre, Profis und Amateure, Thesen und Argumente und all das mit Musik. Herzlichen Dank unserem Mann am Klavier, dem Cortices-Referenten für Klangkunst, Klaus Gebert. Wie die Stammgäste schon wissen, unterscheiden wir beim Salon ganz gern zwischen Podium der brisanten Bücher, Casino der forschen Rede und Forum der heißen Debatten. Heute haben wir von diesen 3 Formaten das 3., doch die heißen Debatten dürften wohl nicht zum Streitgespräch werden. Dazu sind sich die Podiumsgäste zu ähnlich und das Thema zu friedlich. Ja, dem fränkischen Faschingstemperament gemäß bleiben wir ernsthaft und fragen uns, wer braucht Philosophie? Das werden wir zunächst auf dem Podium besprechen, beginnend mit 2 Eingangsstellungnahmen und dann im Dialog, bevor nach etwa 45 oder 50 Minuten eine Pause eintritt mit der Möglichkeit, ja, sich draußen noch was zu holen, Essen holen, Getränke holen oder auch das Gegenteil tun. In der 2. Halbzeit geht dann der Ball ins Publikum und wir werden sehen, welche Perspektiven das eröffnet. Vom Nutzen des Hinterfragens in Wissenschaft und Alltag, somit vom Nutzen der Philosophie, hören wir von unseren beiden Podiumsgästen, die ich Ihnen kurz vorstellen will, in alphabetischer Reihenfolge. Da ist zum einen Dr. Thomas Gretlein, den ich vor über 25 Jahren an der Uni Erlangen kennenlernen durfte, als er dort Lehrveranstaltungen in Philosophie abhielt. Und zwar speziell, daran erinnere ich mich immer gerne, ein Pro-Seminar zu den Dialogues Concerning Natural Religion des schottischen Aufklärungsphilosophen David Hume. Da war nicht nur Textkenntnis gefragt, sondern auch eine eigene Meinungsbildung, basierend natürlich auf Argumenten. Thomas Gretlein hatte Philosophie mit den Nebenfächern Germanistik und neuere Geschichte studiert, und zwar in Erlangen, Freiburg und Oxford. Im Jahr 1990 wurde er dann in Philosophie promoviert mit einer Arbeit zu Geltungsanspruch und Begründung, die dann 1993 unter dem Titel Reservate der Geltung, Untersuchungen zum Verhältnis von Transzendentalphilosophie zu Hermeneutik und Pragmatik bei Königshausen und Neumann im Druck erschien. Nach seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Philosophie in Erlangen führte ihn sein Weg in die Wirtschaft, wo er verschiedene Unternehmen gründete und diese bis heute als Geschäftsführer oder Aufsichtsrat führt oder begleitet. Herr Gretlein interessiert sich, anders als ich, auch für Fußball. Er engagiert sich für dieses Thema in einem örtlichen Sportverein, und zwar als Aufsichtsrat, also auf einer Metaebene über dem Spielfeld, wie es sich für einen gelernten Philosophen gehört. Ja, und aus aktuellem Anlass herzlichen Glückwunsch für den Titel Spitzensport der Metropolregion. Ihm gegenüber sitzt Dr. Michael Jungert, ebenfalls studierter Philosoph und noch aktiv, sogar sehr aktiv, an der Uni Erlangen, die seit einiger Zeit FAU genannt werden will, für Friedrich-Alexander-Universität. Michael Jungert leitet dort das CIWIS, das Kompetenzzentrum für interdisziplinäre Wissenschaftsreflexion.
Das hieß bis vor kurzem Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen und das wurde jetzt umbenannt. Aber Michael Jungert ist immer noch derselbe, er wurde nicht umbenannt. Er studierte Philosophie, Geschichte und Biologie an den Universitäten Bamberg und Erlangen-Nürnberg und wurde im Jahr 2012 an der Universität Tübingen in Philosophie promoviert. Titel der Arbeit: Personen und ihre Vergangenheit, Gedächtnis, Erinnerung und personale Identität. Im Druck erschienen 2013 bei De Gruyter. Zuvor forschte Dr. Michael Jungert 2009-2010 als Visiting Fellow am Philosophie-Department der Universität Harvard. Von 2012 bis 2015 war er wissenschaftlicher Referent bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Bonn sowie 2014-15 Lehrbeauftragter für Wissenschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, bevor er dann im Oktober 2015 die Leitung des CIVIS übernahm. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsreflexion, in der Philosophie des Geistes, der Psychologie und in der angewandten Ethik und Metaethik. Nun, ich zweifle nicht daran, dass unsere beiden Podiumsgäste sich etwas zu sagen haben. Wir haben verabredet, dass zunächst Michael Jungert eine Grundlage legt und uns in einer kleinen Präsentation erläutert, was das eigentlich ist, Wissenschaftsreflexion. Und damit wir hier nicht das Bild verdecken, werden wir kurzzeitig das Podium wieder verlassen. Aber Sie können sich darauf verlassen, wir kommen wieder. Dann einen schönen guten Morgen kann man vielleicht noch sagen. Herr Fink hatte schon gesagt, ich will Ihnen kurz ein bisschen was über die Frage, was ist eigentlich Wissenschaftsreflexion, erzählen, aber noch viel grundlegender vorher, zumindest eine Folie lang, über die Frage, die ja auch im Hintergrund steht, auch heute für die ganze Veranstaltung, was Philosophie eigentlich ist oder nicht ist oder leisten kann oder nicht leisten kann. Ein paar Gedanken nur angedeutet, die wir dann sehr gerne sowohl auf dem Podium als auch in der Diskussion mit Ihnen allen weiter vertiefen können. Was Sie vielleicht manchmal schon gehört haben, ist diese Charakterisierung von Philosophie als Orientierungswissenschaft. Und die wird dann oft kontrastiert mit anderen Wissenschaften, die man beispielsweise Verfügungswissenschaften nennt. Also Wissenschaften, die ein Verfügungswissen generieren, also ein Wissen, mit dem man über technische Möglichkeiten gestaltend in der Natur beispielsweise in eine Gesellschaft eingreifen kann, wohingegen Orientierungswissenschaften einen anderen Charakter haben, die also in der Gesellschaft beispielsweise das Individuum selber orientieren und ermöglichen, Fragen zu stellen, selbstreflexiv zu agieren und Ähnliches. Ein sehr schönes Zitat, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist von Odo Marquardt, einem Philosophen, der mal gesagt hat, die Philosophie sei die Spezialistin für das Allgemeine. Klingt erstmal paradox, charakterisiert nach meiner Auffassung Philosophie aber sehr gut, denn das ist eigentlich die Ausnahme unter den Wissenschaften, dass Philosophie keinen konkreten Gegenstandsbereich hat, sondern im Prinzip aufgrund ihrer Methoden und des kritischen Hinterfragens eigentlich auf alles Bezug nehmen kann. Damit macht man sich als Philosoph oft auch nicht beliebt, weil man zumindest denkt, man kann zu allem was sagen, ne? Auf einer Methodenebene zumindest auf alle Wissenschaften, alle Gesellschaftsbereiche Bezug nehmen kann. Was, da werden wir sicher auch drüber sprechen, was in der Philosophie Methoden sind, ist wiederum auch philosophisch umstritten. Also es gibt eine Metaphilosophie, in der unter anderem das diskutiert wird. Gibt es eigentlich philosophische Methoden und wenn ja, welche? Und sind manche besser oder schlechter oder zulässig? Also auch da werden wir vielleicht später drüber sprechen. Und dahinter steckt auch, dass es in der Philosophie bestimmte Teilungen gibt. Also beispielsweise in sogenannte analytische und kontinentale Philosophie oder aber auch, und da lachen viele, die vorher mit Philosophie nichts zu tun haben, praktische und theoretische Philosophie. Also wenn ich manchmal sage, ich mache hauptsächlich theoretische Philosophie und jemand noch nie mit Philosophie in Berührung war, dann ist das für den eigentlich eine Wiederholung. Ne? Also was theoretische Philosophie scheint klar zu sein, ne? Praktische Philosophie muss man dann erklären. Also praktische Philosophie ist in der Regel, wird mit Ethik gleichgesetzt, ist es aber nicht. Es gibt auch Sozialphilosophie, politische Philosophie und viel mehr. Und theoretische Philosophie eben Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Logik und vieles mehr. Was in den letzten Jahren interessanterweise dazugekommen ist, ist, dass manche Philosophen der Meinung sind, dass man die Philosophie näher an die exakten Naturwissenschaften heranbringen könnte oder sollte, was als vermeintliches
ideal angesehen wird, so zu arbeiten wie exakte Naturwissenschaften. Deswegen gibt es so eine Art Bewegung, die nennt sich Experimental Philosophy, in den USA schon relativ groß, in Deutschland noch relativ klein. Und da wird eben versucht, dass Philosophen nicht nur mit empirischen Wissenschaften in Dialog treten, sondern selber empirisch arbeiten. Also beispielsweise Daten erheben über moralische Intuitionen und auf dieser Grundlage dann philosophisch arbeiten. Ob das sinnvoll ist, können wir möglicherweise später auch diskutieren. Und was vielleicht auch interessant ist, es gibt natürlich nicht nur Philosophie in den Universitäten, sondern es gibt auch sowas wie Alltagsphilosophie. Und das ist vielleicht auch was, was Philosophie besonders macht. Teilchenphysik oder Biochemie können Sie in der Regel nicht im Alltag betreiben, ohne eine Institution als Hintergrund. In der Philosophie ist das anders. Philosophie können wir grundsätzlich alle betreiben. Das hängt nicht an der Einrichtung. Es gibt tatsächlich auch kritische Stimmen, die sagen, die akademische Philosophie ist vielleicht gar nicht mal die Idealform, wie man eine Philosophie betreiben sollte. Das vielleicht als ein paar grundlegende Ideen zur Philosophie. Und jetzt die Frage, weil die Veranstalter das auch interessiert hat, die Fragestellung, was kann Philosophie oder auch andere Wissenschaften eigentlich zum Verständnis von Wissenschaft im Allgemeinen beitragen? Und da habe ich jetzt ganz kurz diese Unterscheidung mitgebracht zwischen Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsreflexion. Wissenschaftstheorie ist wahrscheinlich der Begriff, den die meisten von Ihnen schon gehört haben, also quasi die älteste dieser Disziplinen, eine sehr traditionelle Teildisziplin der Philosophie. Früher hat man die auch mal Wissenschaftslehre oder Wissenschaftsforschung, Wissenschaftspropädeutik genannt. Es gibt eine allgemeine Wissenschaftstheorie, die also Wissenschaft als Ganzes betrachtet, und eine Wissenschaftstheorie der Einzelwissenschaften, unter anderem der Physik, der Biologie und viele andere. Und zentral ist da, dass man sich bestimmte grundlegende Begriffe anschaut, also Theorie, Erklärung, Modell und Modellbildung und Ähnliches. Und zum Beispiel auch schwerpunktmäßig die logische Struktur von wissenschaftlichen Theorien, etwa in der Physik, analysiert. Und das kann ein sehr formales Unternehmen sein, indem man mit Logik und logischen Methoden auf diesen Untersuchungsgegenstand Wissenschaft zugreift, meistens quasi von außen, also als Philosoph sich anschaut, was Physiker beispielsweise an Theorien aufstellen. Weniger, würde ich sagen, leider im Dialog mit den betreffenden Einzelwissenschaftlern. Und traditionelle Fragen haben Sie wahrscheinlich auch schon manche gehört aus der Wissenschaftstheorie. Was ist eigentlich ein wissenschaftliches Paradigma? Warum gibt es die? Inwiefern und wann, unter welchen Bedingungen ändern die sich? Was ist eigentlich wissenschaftlicher Fortschritt? Woran kann man den erkennen oder bemessen? Bilden wissenschaftliche Theorien, die wir ja beispielsweise in der Physik haben und die dann auch quasi gerne beschrieben werden, auch populärwissenschaftlich, bilden die eigentlich die Wirklichkeit ab? Und wenn ja, in welchem Sinne? Und inwiefern stützen Daten, die wir empirisch gewinnen, eigentlich eine Theorie? Oder was bedeutet es, dass Daten eine Theorie stützen? Und ich habe Ihnen drei Klassiker hier auf der Folie mitgebracht, die Sie wahrscheinlich kennen. Thomas Kuhn, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Paul Feierabend, wieder den Methodenzwang, und Karl Popper, Logik der Forschung. Das wären quasi so drei sehr bekannte Vorzeige-Wissenschaftstheoretiker. Dann gab es jetzt in den letzten Jahrzehnten einen Wandel, dass man häufiger statt Wissenschaftstheorie den Begriff der Wissenschaftsphilosophie benutzt. Zum einen tut man das, weil es analog in anderen Disziplinen auch schon solche Bildungen, Zusammensetzungen gibt wie die Wissenschaftsgeschichte oder die Wissenschaftssoziologie. Das wäre natürlich erstmal nur so ein Labeling-Problem. Aber man hat auch war häufig der Meinung, dass Wissenschaftstheorie ein bisschen zu engeren Fokus setzt und quasi zu wenig von dem sich anschaut, woraus Wissenschaft insgesamt besteht. Und eigentlich primär nur nach Geltung und der Begründung von Aussagen gefragt hat. Viele Philosophen waren der Meinung in den letzten Jahrzehnten, dass man das eigentlich nicht isoliert tun kann, sondern dass Wissenschaft eben auch ein Unternehmen ist, das sozial eingebettet ist, eine historische und ethische Dimension hat. Und das hat man in der Wissenschaftstheorie eigentlich kaum thematisiert. In der Wissenschaftsphilosophie versucht man also, durch eine Vielfalt von Methoden, durch Interdisziplinarität oder auch durch echte Nähe zu den Einzelwissenschaften, das anders zu machen. Also auch wirklich mit den einzelnen Wissenschaften ins Gespräch zu kommen und beispielsweise auch Wissenschaftsgeschichte oder Wissenschaftsethik mit ins Boot zu holen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, jetzt haben wir gerade die Philosophie begrifflich ins Boot geholt. Jetzt kommt es im dritten Schritt wieder raus. Jetzt heißt es nämlich Wissenschaftsreflexion. Und das ist eben der Begriff, den wir in Erlangen auch benutzen an der Uni. Damit versuchen wir,
den inter- und transdisziplinären Charakter der Fragestellungen, die da dahinter stecken, zu betonen. Also dass es nicht nur Fragestellungen sind, die die Philosophie interessieren, sondern viele andere Disziplinen und für heute, glaube ich, auch sehr wichtig, eben nicht nur die Universitäten und die Forschung interessieren, sondern eigentlich auch die Gesellschaft. Und der Begriff soll auch versuchen, das quasi klar zu machen, dass das ein Unternehmen ist, das eben nicht nur innerhalb des berühmten akademischen Elfenbeinturms behandelt werden sollte. Was wir versuchen, ist da in sehr umfassender Weise sowohl die Voraussetzungen, also die epistemischen Wissensvoraussetzungen, die historischen, praktischen, auch die ökonomischen Voraussetzungen von Wissenschaft zu betrachten und ihre Folgen in allen diesen Dimensionen, beispielsweise auch ihre ethischen Resultate. Und das tun wir eben nicht als Philosophen allein, sondern wir versuchen das mit jeder Menge anderen Disziplinen, beispielsweise mit der Soziologie, Sprach- und Kulturwissenschaften, mit den Naturwissenschaften gemeinsam, der Medizin, den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und zum Beispiel auch mit dem Wissenschaftsjournalismus, weil es eben auch darum geht, wie man die Ergebnisse dann nicht nur gut vermitteln, sondern auch gut diskutieren kann mit denjenigen, die das auch in der Gesellschaft, in der Breite eigentlich angeht und interessiert. Damit Sie noch eine Grafik haben, ich hoffe, man kann das halbwegs sehen, das haben die Kollegen an der Universität Hannover mal versucht, bildlich darzustellen. Also Sie haben hier in der Mitte Wissenschaftsreflexion als Unternehmen und dann haben Sie hier quasi all die Bereiche, die da mit hineinwirken können und auch Dinge, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet. Wissenschaft und Literatur, Wissenschaft und Kunst, Wissenschafts- und Hochschulrecht. Also und die versuchen in Hannover auch all das quasi zusammenzubringen, um dann zu einem umfassenden Bild von Wissenschaft zu gelangen. Das heißt, wir versuchen, speziell jetzt auch in Erlangen, solche Schnittstellenbereiche von Wissenschaft, die bis jetzt wenig thematisiert wurden, auch mit ins Boot zu holen. Beispielsweise Schnittstellen von Wissenschaft mit Literatur und Kunst. Wir haben also das ELINAS, das Erlanger Zentrum für Literatur und Naturwissenschaften, wo spannende Fragen gestellt werden, wie wird zum Beispiel im Roman Naturwissenschaft dargestellt und welche Folgen hat das quasi, wenn das auf die Art und Weise vermittelt wird an ein lesendes Publikum. Wir versuchen zum einen für die Wissenschaftler, die ja auch in einem bestimmten Betrieb eingespannt sind, Räume zur Selbstreflexion zu schaffen, also über das eigene Tun, die eigene Erkenntnisbildung, den Prozess der Erkenntnisgewinnung selber nachzudenken, was schwierig ist, wenn man so im Wissenschaftleralltag steckt. Und wir versuchen das eben an der Volluniversität zu tun, wo wir alle großen Fächer vertreten haben. Das heißt, das ist eigentlich das ideale Umfeld, um wirklich auch mit der Technik, mit den Ingenieuren, mit der Medizin ins Gespräch zu kommen. Und wir versuchen auch auf verschiedene Arten und Weisen eben mit der breiten Gesellschaft ins Gespräch drüber zu kommen. Also beispielsweise mit dem Deutschen Museum in Nürnberg, wo wir versuchen dann Formate zu etablieren, wo man solche Fragen eben nicht nur innerhalb der Universität, sondern mit allen, die das interessiert und betrifft, besprechen kann. Und vielleicht jetzt auch für den weiteren Vormittag, ich würde versuchen, ein Zitat, das man meistens dem Physiker Richard Feynman zuschreibt, ist nicht ganz sicher, zu widerlegen, der mal gesagt hat, Wissenschaftsphilosophie ist für Wissenschaftler ungefähr genauso nützlich wie Ornithologie für Vögel. Und ich würde Ihnen gerne zeigen, dass das anders ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Michael Jungert. Herr Gretlein, Ihre Eingangsstellungnahme, was verbindet Sie mit der Philosophie inhaltlich, biografisch? Ja, also natürlich war das Studium, das ich vollzogen habe, mit großer Begeisterung, mit großem Elan. Ich glaube, wer mich zu meiner universitären Zeit gekannt hat, hätte nie gedacht, dass ich in der Wirtschaft irgendwie Fuß fassen kann, weil ich dann doch eben sehr sozusagen auch der Philosoph war. Es fing schon bei mir in der Schule an, also ich habe dann den Ethikunterricht besucht, weil ich da schon versucht habe, auf philosophische Spuren zu kommen, hatte dann auch da eine Lehrerin und einen Lehrer, die mir da dann auch über dieses Schulfach hinausgeholfen haben. Dann fängt man an, Philosophie zu studieren und ich glaube, das werden viele, die es studiert haben, auch bestätigen. Das ist zunächst mal ein Schock, weil das Studium ist dann erstmal ganz anders, als man sich das vorstellt oder als man das vielleicht dann von der Schule her
kennt. Das heißt, es ist zum einen methodisch anspruchsvoller, zum anderen geht es um Dinge, die man gemeinhin, sage ich jetzt mal, mit Philosophie gar nicht verbindet. Unter anderem eben sehr intensiv auch um Logik, um Argumentationstheorie und all diese Dinge. Und die akademische Philosophie, die braucht dann die Leute gar nicht rausprüfen, sondern die Leute springen dann auch ab. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals waren, sagen wir, Anfang von einem Semester, wenn das dann im Wintersemester begann, waren 80 Neuankömmlinge da, aber schon im zweiten Semester waren dann noch höchstens 20 davon da. Insofern hat also die Philosophie eigentlich ein bisschen was Abschreckendes, aber wenn man sich dann darauf einlässt, ist es etwas, was einen für das Leben bereichert. Und ich würde trotz aller Widrigkeiten, die das dann vielleicht manchmal in einem profanen Beruf mit sich bringt, ich würde es wieder studieren. Also wenn ich heute nochmal studieren dürfte und den Weg sozusagen planen, würde ich wieder Philosophie studieren, vielleicht mit ein wenig anderen Nebenfächern und vielleicht noch mit einem kleinen Zusatzstudium, aber das Zentrale wäre wieder die Philosophie. Vielleicht noch, wir hatten im Vorfeld kurz gesprochen, es ging dem Herrn Finck auch darum, wozu denn Popularisierung der Philosophie, also wozu machen wir zum Beispiel so eine Veranstaltung wie die heute. Der Herr Jungert hat ja schon angedeutet, dass es vielleicht die akademische Philosophie auch der falsche Ort für die Philosophie sein könnte. So weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber es ist jedenfalls nicht der einzige und vielleicht auch nicht der genuine Ort, wo die Philosophie zu Hause ist. Ich habe auch sozusagen an der Universität und dann an der Volkshochschule, ich habe mich eigentlich seit meinem Studium auch immer ein bisschen um die Popularisierung der Philosophie bemüht, habe also Volkshochschulkurse gegeben, habe Gesprächskreise geleitet, an Gesprächskreisen teilgenommen. Historisch betrachtet ist es vielleicht auch die Wurzel der Philosophie. Man könnte vielleicht sagen, die Philosophie ist auch auf den Marktplätzen entstanden. Sokrates ist das beste Beispiel dafür, der sich einfach auf dem Marktplatz in Athen gestellt hat und die Leute in ein Gespräch gezogen hat und sie so zum Philosophieren verleitet hat. Der Sokrates hat vielleicht immer so ein bisschen was Negatives, weil er eher so zerstörerisch am Werk war. Das macht die Philosophie natürlich auch ein bisschen. Die Philosophie zerstört vermeintliche Gewissheiten, die man hat. Und der Sokrates war da ein Meister darin. Sie kennen sicherlich alle das Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war so einer der zentralen Gedanken. Und er hat denen, die vermeintlich wussten, aufgezeigt, dass sie auch nichts wissen. Das ist natürlich, wenn man dabei stehen bliebe, wäre das in gewisser Weise sehr unbefriedigend, weil wir wollen ja nicht nur zerstören, sondern wir wollen ja auch etwas mitnehmen. In einem nächsten Punkt können wir vielleicht sagen, ja, was können wir denn jetzt von der Philosophie dann lernen? Was gibt die uns denn? Da würde ich zunächst mal einwenden, vielleicht gibt es die Philosophie gar nicht, und zwar jetzt nicht, weil der Begriff nicht alles unter sich fasst, sondern weil er uns vielleicht gleich in die falsche Richtung führt. Ich glaube nämlich, dass Philosophie vor allem eine Tätigkeit ist. Also Philosophie ist Philosophieren, ist ein Prozess, in den wir uns begeben, ein vielfältiger Prozess, aber es ist eben eigentlich nichts, was in gewisser Weise unverrückbar dasteht, was klare Grenzen, klare Kanten hat. Es ist etwas, das ein ganz starkes subjektives Element hat. Ich will damit nicht subjektivistisch in dem Sinn werden, dass ich sage, was in der Philosophie passiert, hat keine Objektivität oder Intersubjektivität. Aber ich glaube, in den Prozess zu kommen, das ist etwas, was eben das Subjekt voraussetzt, dass er sich auf etwas einlässt, was nicht alltäglich ist. Denn die von mir gerade skizzierte Zerstörung,
des vermeintlich Gewussten, die steht in der Tat meines Erachtens am Anfang des Philosophierens. Das heißt, all das, was wir für selbstverständlich halten, wird tendenziell zunächst mal in Frage gestellt. Also wir alle urteilen im Alltag über Gut und Böse, über Gerecht und Ungerecht, über Tugendhaft. Also ich nehme jetzt nur Beispiele aus der praktischen Philosophie. Da bin ich auch eher zu Hause als in der theoretischen Philosophie, wenngleich ich mich mit Geltungsansprüchen beschäftigt habe. Aber also wir alle urteilen da und das ist auch sicherlich richtig und sinnvoll, aber manchmal ist es dann eben sinnvoll, dass wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich zum Beispiel gerecht, was ist denn Gerechtigkeit? Und dann hat jeder erstmal ein Urteil, eine Meinung dazu und die Philosophie macht sich dann daran, das Fundament, sagen wir mal, dieser Meinung zu prüfen und dann wird man sehr schnell feststellen, da habe ich zu kurz gedacht, da gibt es noch Aspekte, die habe ich überhaupt nicht bedacht, da gibt es Argumente, die sind mir nicht eingefallen. Und wenn man sich dann auf diesen Diskurs, auf diese Diskussion, auf diese Reflexion, auf diesen Dialog einlässt, dann ist man meines Erachtens schon in der Philosophie. Dialog heißt ja jetzt nicht, wie man es oft meint, Zwiegespräch, ja, das Wort Dia ist das, wo manche mit zwei deuten, sondern das setzt sich zusammen aus Dia, Logos und das meint durch die Vernunft hindurch. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil, dass wir nur vernünftige Argumente zählen lassen wollen und das ist dieser dialogische Aspekt. Diskursiv ist er, weil ich glaube, dass man eben miteinander ins Gespräch kommen soll, wenn man philosophiert. Man kann auch mit einem Text ins Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, etwas, was jeder Philosophiestudent lernen sollte. Das ist in gewisser Weise ein einsames Geschäft, aber wer sich wirklich darauf einlässt, einen komplizierten Text mal ganz gründlich zu studieren, der, glaube ich, der macht Erfahrungen, die er im Alltag nicht macht. Ich habe eine kleine Anekdote. In dem Jahr, in dem ich in England war, habe ich John Locke, bietet sich ja an, habe ich also John Locke studiert und hatte amerikanische Kommilitonen am College, die andere Fächer studiert haben. Es war, glaube ich, Betriebswirt. Und ich hatte also diesen Locke dabei und gegen Ende des Trimesters, in England gibt es Trimester, sahen mich die amerikanischen Studenten wieder mit diesem Buch und dann waren die völlig entsetzt und sagen, you're still reading the same book, Thomas. Also die konnten sich nicht vorstellen, dass man sich, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das Trimester war, 12 Wochen, glaube ich, dass man sich also 12 Wochen intensiv mit einem Buch, mit einem Text beschäftigen kann. Für die war das etwas, was man halt mal sozusagen schnell durchliest und dann Facts and Figures vielleicht aufnimmt. Aber ich glaube, wenn man sich auf so etwas einlässt, dann passiert was mit einem und dann macht man eben auch im Bewusstsein etwas, was wirklich viel geistige Kraft erfordert, aber was einem auch was sozusagen ganz unabhängig von den Texten gibt. Ich habe es vorhin schon gesagt, also ich glaube, Philosophie fängt an, indem man das Begriffsnetz, so würde ich das mal nennen, unsere Begriffe, die wir alltäglich verwenden, indem man dieses Begriffsnetz zerstört erstmal, indem man da dran zupft und sagt, die zwei Fäden, die passen aber nicht so zusammen, wie du das denkst, sondern da brauchen wir noch einen dritten und dadurch verschiebt sich das Netz ein bisschen. Also wir fangen an, dieses Begriffsnetz zum Teil zu zerschneiden und fügen es dann an neuer Stelle wieder zusammen. Wenn man sich wirklich darauf einlässt, kommt man da meistens in eine Phase, die in der Philosophie manchmal auch thematisiert wird. Ja, man kommt dann in etwas, was man Sprachnot nennt. Man weiß dann oft gar nicht mehr genau, wie drücke ich denn das jetzt richtig aus, was ich eigentlich ausdrücken will. Also das, was wir im Alltag wie selbstverständlich verwenden, das wird auf einmal schwierig und man muss dann nach Worten, nach Begriffen ringen, man muss versuchen, dieses Begriffsnetz, wie ich das gerne nenne, wieder neu aufbauen. Deswegen, ich will es nicht zu lang machen,
ist vielleicht die öffentliche Wahrnehmung der Philosophie auch gar nicht mehr so gegeben, weil ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es thetisch zugeht, in der die Menschen schnell Thesen formulieren. Das kann auch in der Philosophie ein Mittel sein. Ja, man haut mal eine These raus, aber die sollte dann eben nicht stehen bleiben, sondern die sollte erörtert, zerpflückt, diskutiert, die sollte auf den Prüfstand gestellt werden. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der eben sozusagen dieses sich auf eine Diskussion einlassen, sich etwas mal im Detail überprüfen, nicht so geeignet ist. Deswegen kommen die öffentlichen Philosophen vielleicht, wir haben es gerade im Vorgespräch ein bisschen angesprochen, das sind bisweilen gar keine Philosophen, wie der Herr Brecht, sondern die sind sicherlich geübte, ich sage jetzt mal polemisch, beliebte Talkshow-Teilnehmer, die natürlich dann sehr schnell mal eine kühne These haben und damit sich positionieren und die Position haben. Aber was dann eben nicht passiert ist, dass da ein Dialog entsteht, sondern das bleibt meistens sozusagen als eine These stehen. Und ich hoffe, dass wir heute miteinander, wir hier am Podium und wir natürlich mit Ihnen ins Gespräch kommen und dass wir vielleicht ab und zu mal in eine, ich nenne es jetzt mal, philosophische Situation geraten, wo Sie einen Gedanken fassen, den Sie vielleicht noch nicht gefasst haben oder wo Sie verunsichert werden, wo Sie es bisher noch nicht waren. Ja, vielen Dank, Herr Gretlein, für diesen Einstieg. Die Philosophie ist ohne Frage eine Reflexionswissenschaft und die Wissenschaftsreflexion ist ein Teil davon. Aber es gibt ja, so etwas wie ein öffentliches Image der Philosophie. Es gibt Erwartungen, die man an die Philosophie heranträgt und die irreführend sein können. Nach Orientierungswissen wird dann gefragt, gar nach Sinnfindung, nach den großen Fragen der Menschheit. Und so wie aber Philosophie an der Universität betrieben wird, sind es dann doch oft kleine Stückchen des Hinterfragens. Kann es damit zu tun haben, dass so viele Erstsemester dann auch wieder aufhören? Gibt es eine Kluft zwischen der öffentlichen Erwartung an Philosophie und dem, was sie dann konkret leisten kann? Vielleicht nochmal, Herr Gretlein. Ja, das glaube ich, das ist sicher so, dass es da eine Kluft gibt. Man nimmt Philosophie sicherlich zunächst mal auch als Philosophiegeschichte wahr. Das ist ja auch das, was im Studium eine große Rolle spielt. Das heißt, man beschäftigt sich mit den Texten in der Regel längst verstorbener Menschen. Aber schon da fängt es ja an zu sagen, was ist denn dann eigentlich Philosophie? Weil ein Text wie die Kritik der reinen Vernunft von Kant oder Also sprach Zarathustra von Nietzsche oder Das Wesen vom Ding von Martin Heidegger, die unterscheiden sich so sehr, dass wenn Sie die drei Bücher nacheinander lesen würden, glaube ich, würden Sie sich schwer tun zu sagen, das ordne ich alles der Philosophie zu. Und in gewisser Weise geht es mir auch so. Also ich tue mich jetzt schwer, den Zarathustra sozusagen im engeren Sinn als philosophischen Text zu lesen. Aber da glaube ich nicht, dass ich mir anmaßen sollte zu sagen, der Nietzsche, der war kein Philosoph und der Text ist kein philosophischer, sondern da glaube ich, fehlt mir dann der Zugang dazu. Das heißt, da würde ich jetzt wieder dieses subjektive Element in meinem, der Nietzsche schafft es nicht, bei mir diesen Prozess auszulösen, den ich vorhin beschrieben habe. Der Kant schafft es aber sehr wohl. Und das glaube ich, ist dieser Widerspruch oder das, worin das begründet liegt. Ja, jeder von Ihnen kennt diese Namen, der ein oder andere kennt den Text oder Teile des Textes, hat mal einen Platon-Dialog gelesen. Das ist alles etwas, was man kennt. Und dann hat man da auch bestimmte Thesen im Kopf. Und im akademischen Studium wird es dann natürlich mit dem Seziermesser seziert, also wird sozusagen zerschnitten. Und das führt dann, glaube ich, dazu, dass viele, die das akademisch betreiben wollen, abgeschreckt sind und sagen, boah, ich habe ja eigentlich, ich sage sogar mal überspitzt, ich habe eigentlich gedacht, ich erfahre hier was über den Sinn des Lebens. Ja, das ist ja oft das, was man damit verbindet. Und jetzt lest ihr nur Texte und die lest ihr auch noch auf eine Art und Weise, wo ich nur bedingt was damit anfangen kann.
Ja, dieselbe Frage an Michael Jungert. Wie groß ist der Abstand zwischen der theoretischen Philosophie an der Universität und den großen Fragen? Ja, also scheint mir relativ groß zu sein. Also wir haben ja vorhin schon über Studienabbrecher zum Beispiel gesprochen. Also da lernt man einiges über diesen Abstand. Also hat, glaube ich, auch, Herr Ketlein hat ja vorhin auch den Schulunterricht schon mal erwähnt, ne? Philosophie-Schulunterricht. Ich glaube, da liegt auch einiges begründet. In der Schule ist ja Philosophie ein Fach, das sehr wenig behandelt wird, relativ ausschnittsartig. Wenn man da Kant liest, dann geht es um den kategorischen Imperativ, aber keiner bekommt mit, wie viele 100 Seiten um diesen kategorischen Imperativ herumgebastelt sind, ja, und die man mit schwierigster Begriffarbeit auseinandernehmen muss. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, dass man man kriegt einen sehr selektiven, relativ oberflächlichen Einblick, geht dann an die Uni, denkt sich, das hat mich in der Schule interessiert. Das möchte ich jetzt machen, und dann ist man plötzlich schockiert, Herr Gretler hat vorhin gesagt, dass man ein Buch über ein ganzes Semester lesen muss. Also dass wir Seminare machen, in denen man ein Semester lang ein einziges Buch liest. Und das schreckt schon sehr viele Studierende ab, dass man also wirklich nicht in die Breite, sondern in die Tiefe geht im Fach. Und das ist, glaube ich, einer der Faktoren, auch die Tatsache, dass man sehr kleinteilig Begriffsarbeit leistet, dass man eben nicht wie in einem Schulbuch irgendwie das ganze Spektrum der Philosophie in ein, zwei Semestern durchreitet, sondern sich eigentlich erstmal an drei, vier Thesen und Autoren abarbeitet. Und das ist, glaube ich, das, was natürlich auch in der populären Philosophie oft anders dargestellt wird. Also das kann man natürlich wesentlich schmackhafter machen und immer sagen, ne? Also ein paar Schlagworte fallen lassen, in der politischen Philosophie beispielsweise. Und wenn man dann aber in die akademische Philosophie schaut, dann ist das alles wesentlich anstrengender und kleinteiliger. Und ich glaube, das ist schon ein Baustein dessen, warum es da oft knirscht, quasi, wenn man versucht, quasi das zusammenzubringen, dieses populär-wissenschaftliche Ausschnittsbild von Philosophie und die akademische Philosophie. Ja, dann stellt sich die Frage, wo und wie kann die Philosophie gleichwohl nützlich werden? Denn einen gewissen Nutzen, der nicht vordergründig ist, den hat sie ja wohl. Könnte man sagen, es gehört zu den Kernkompetenzen der Philosophen, so etwas wie Katalysatoren für Interdisziplinarität zu sein, also unterschiedliche Zugänge aufeinander zu beziehen und auch Fachwissenschaftler vielleicht in einen Austausch bringen zu können anhand übergreifender Fragen. Oder wäre das auch schon eine zu weit gespannte Hoffnung? Herr Gretlein, welche Erfahrungen haben Sie mit Interdisziplinarität gemacht? Ich glaube nicht, dass es jetzt eine zu weit gespannte Hoffnung wäre. Ich glaube, das wäre eine zu eng gespannte Hoffnung. Diese Disziplinen, um die es da geht, Sie denken jetzt sicherlich an wissenschaftliche Disziplinen, würde meines Erachtens den Fokus der Philosophie zu stark einengen, wenn man es darauf reduzieren würde. Darum würde ich sagen, das ist zu eng, Interdisziplinarität. Ich glaube, der Austausch mit anderen Disziplinen, wenn das Ihre Frage ist, der ist, glaube ich, wichtig. Und der Jungert macht es sicherlich sehr viel intensiver, und das ist sozusagen sein Hauptberuf, kann man fast sagen, dass er verschiedene Disziplinen zusammenbringt. Aber ein ganz großes Spektrum der Philosophie hat damit wenig bis gar nichts zu tun, und das würde ich nicht vernachlässigen wollen. Deswegen halte ich das jetzt für kein probates Mittel zu sagen, das wäre jetzt eigentlich das, was die Philosophie leisten sollte. Also man könnte ja sagen, jetzt historisch betrachtet sind die Einzelwissenschaften aus der Philosophie heraus diffundiert. Ja, noch zu Kants Zeiten hat die Philosophie fast alles umfasst. Ja, da fing es dann an, dass es rausging. Der Kant hat über Erdbeben geschrieben und übers Feuer. Und also bei Aristoteles ist natürlich da alles noch völlig in der Philosophie drin. Und dann im 18., im 19. Jahrhundert fängt es an, dass sie Stück für Stück aus der Philosophie rausbricht und eigenständige Wissenschaft wird. Die letzte, die dann rausgebrochen ist, der Prozess ging relativ schnell. Die letzte, die dann rausbrach, war dann die Psychologie, die war lange noch immer Teil der Philosophie und ist jetzt nochmal natürlich eine eigenständige Wissenschaft geworden. Und jetzt würde ich sagen, die Forderung dann der Philosophie, das, was sie verloren hat, um es mal pathetisch zu sagen, der Philosoph war der sich eben mit Wissenschaft beschäftigt hat, dass das, was sie verloren hat, dass sie das alles wieder einsammeln soll, das, glaube ich, ist ein netter Gedanke, den man auch nicht ganz sein lassen sollte, aber der eben unzureichend ist.
Ja, gleiche Frage an Michael Jungert. Was funktioniert bei der Interdisziplinarität und was funktioniert nicht? Manche verwenden ja auch lieber das Wort Transdisziplinarität unterdessen. Mhm. Welche Rolle kann die Philosophie dabei spielen? Ja, erstmal ähnliche Antwort. Also ich würde wie Herr Gretlein sehen, dass es recht schwierig wäre, der Philosophie nur die Rolle zuzuweisen, dass sie jetzt die Wissenschaftsvermittlerin ist, ne? Die quasi einen guten Dialog zwischen verschiedenen Wissenschaften ermöglicht. Denn das funktioniert, glaube ich, erst in der zweiten oder dritten Stufe. Also erstmal ist Philosophie natürlich auch eine Fachwissenschaft, sehr voraussetzungsreich, wie alle anderen Disziplinen, mit denen man dann in Dialog tritt. Und das ist was, was ich häufig beobachtet habe. Also das, was Interdisziplinarität genannt wird, ist häufig ein sehr oberflächliches Unternehmen. Also wenn Sie sich so interdisziplinär betitelte Sammelbände anschauen, die haben meistens sehr allgemeine Themen, ne? Glück, gutes Leben, das Gute an sich oder sowas. Und dann finden Sie da lauter Sammelbandbeiträge, Einzelbeiträge von Psychologen, von Wirtschaftswissenschaftlern, was macht den Menschen glücklich und von Philosophen natürlich auch. Und die haben aber in der Regel nicht mal miteinander gesprochen, ne? Sondern die haben ihre Beiträge einfach nebeneinander gestellt und da gibt es überhaupt keine sinnvolle Bezugnahme. Das heißt, gute Interdisziplinarität, auch wenn sie mit Philosophen geschieht, erfordert erstmal, dass man sich in den Bezugswissenschaften, die da untereinander sprechen, extrem gut auskennt. Mhm. Und das dauert normalerweise jahrelang, weil sie dann eigentlich zumindest so einen Crashkurs in den Begrifflichkeiten der Theoriebildung, den Methoden der anderen Disziplinen brauchen, bevor das auf Augenhöhe funktioniert. Und Transdisziplinarität unterscheidet sich ja dann nochmal dadurch, dass man quasi noch andere Akteure einbinden möchte. Also nicht nur quasi innerhalb der Uni mit verschiedenen Fächern sprechen möchte, sondern auch noch mit der sogenannten Gesellschaft, die ja wiederum auch ein sehr breiter Akteur ist. Und das erfordert dann natürlich auch noch, dass man bereit ist, sich auf andere Spielregeln, andere Kommunikationsregeln einzulassen. Dass man also mit außeruniversitären Akteuren einfach anders sprechen und umgehen muss, als man das also nur mit Wissenschaftlern innerhalb der Uni macht. Mhm. Wäre denn die Hoffnung berechtigt, dass durch die kritische Methodenkompetenz der Philosophie die Ergebnisse von Wissenschaften so zusammengedacht werden können, dass etwas rauskommt, was, glaube ich, viele Menschen nachfragen und was etwas unklar geworden ist, nämlich ein Weltbild, eine Gesamtsicht, eine Art wissenschaftsbasiertes Weltbild? Mir kam bei diesem Diagramm, bei diesem bunten Diagramm mit den vielen Schnittmengen, dass man vielleicht neben der Naturphilosophie tatsächlich noch das Stichwort Weltbild einfügen könnte. Oder ist das ein falscher Anspruch an Philosophen? Ich würde sagen, das ist ein sehr hoher Anspruch mit dem Weltbild. Also ich wäre ja schon mit viel weniger zufrieden. Also wenn man, was gesagt wurde, ne? Wenn man also diese kritische Methodenkompetenz schon sehr frühzeitig vermitteln könnte. Also was wir in Erlangen tatsächlich schon öfter überlegt haben, was in anderen Ländern manchmal ansatzweise gibt, dass man, egal was jemand studiert, und ich würde noch darüber hinausgehen, sagen, egal was jemand in der Schule interessiert, dass man quasi so einen Crashkurs Philosophie inklusive Wissenschaftstheorie und Geschichte und ein bisschen Wissenschaftsethik als so eine Voraussetzung macht, bevor man in ein Fachstudium geht. Also dass man diese Kompetenzen, also wie stelle ich eigentlich die richtigen Fragen, wie klopfe ich eigentlich so die Sicherheit oder den Sicherheitsstatus von wissenschaftlichen Behauptungen ab, wie stelle ich die richtigen Fragen an wissenschaftliche Ergebnisse oder an Forscher, dass man das extrem frühzeitig vermittelt. Ich würde sagen, schon in der Schule, da wird es in der Regel gar nicht gemacht, weil wir da Wissenschaft eigentlich nur oder primär in Form ihrer Ergebnisse kennenlernen, aber nicht in Form ihres Prozesses und des Erkenntnisprozesses und der Tatsache, dass Wissenschaft auch oft fehlgeht, dass es viele Schleifen geht, dass es natürlich einen Prozess gibt, in dem erstmal Theorien oder Annahmen falsifiziert werden, dann werden sie verbessert. Es ist ein sehr langwieriger Prozess und ich glaube, man kriegt in der Schule oder auch im Studium oft so ein Zerrbild von Wissenschaft mit, dass man durch so einen guten wissenschaftsphilosophischen, propedeutischen Kurs schrittweise zumindest ändern könnte. Mhm. Herr Gretlein, was sagen Sie? Sind Philosophen für Weltbildfragen heute noch gute Adressaten? In früheren Jahrhunderten waren sie das ja. Nein, das sind sie nicht und ich glaube, das sollten sie auch nicht sein. Der Weltbildbegriff ist meiner Kenntnis nach einer, der vor allem so Ende der Weimarer Zeit und dann auch in den etwas dunkleren Jahren danach sehr en vogue war. Und ich will damit jetzt nicht Sie diskreditieren. Das war Weltanschauung. Ja, ist richtig.
Es ist richtig, was Sie sagen, dass die Weltanschauung ist da zentraler und nicht Weltbild, aber ich sehe die beiden jetzt nicht so weit auseinander. Ich glaube, man sollte die Weltanschauung drückt den subjektiven Blick auf die Welt aus und das Weltbild ist sozusagen das, was dann am Ende als Ergebnis, als Produkt vorhanden ist. Und ich glaube, also Bilder malen, das klingt jetzt polemisch, aber ich nehme es auf, Bilder malen ist, glaube ich, nicht die Aufgabe der Philosophie und auch gar keine Weltbilder. Was sie vielleicht vermitteln kann, das ist eine Haltung. Ja? Das würde ich eher sagen, ja? Dass man sagt, wer ein Philosophiestudium ordentlich absolviert hat, der sollte eine gewisse Haltung vielleicht entwickelt haben zu den Dingen. Aber ein Weltbild hat für mich immer etwas Abgeschlossenes, etwas, worauf ich gucken kann, was eben, und das, glaube ich, sollte die Philosophie nicht leisten, sondern die sollte so offen sein, dass eben genau das Weltbild vielleicht eben nicht entsteht, sondern eher Haltungen. Mhm. Nun sind Sie ja als Philosoph in die Wirtschaft gegangen. Konnten Sie dort die philosophisch trainierte Kompetenz des kritischen Hinterfragens einbringen? War das nützlich? Und haben Sie sich damit beliebt gemacht? Also, da würde ich verschiedene Aspekte betonen. Das eine, das ist vielleicht etwas, was mir im Wirtschaftsleben dann auch ein bisschen hinderlich war. Als Philosoph ist man nicht so unmittelbar direkt ergebnisorientiert und ergebnisfixiert. In der Wirtschaft kommt es natürlich auf Ergebnisse an. Was mir, glaube ich, sehr geholfen hat und was ich auch heute noch immer wieder wahrnehme, im engeren wirtschaftlichen Kontext, glaube ich immer noch, ich bin jemand, der sehr schnell versteht, worauf es jetzt gerade rausläuft. Also ich erkenne es, meine ich ja, also es klingt jetzt blöd, wenn ich mir das selber zuschreibe, aber so ist es. Ich glaube, ich erkenne sehr schnell, welche Position es ist. Ich kann die Position dann auch mit meinem Instrumentenkasten, das ich im Philosophiestudium erworben habe, auch relativ einfach vielleicht, wenn ich sie für falsch halte, zerstören. Damit macht man sich dann nicht beliebt, das ist richtig. Natürlich spielen in der Wirtschaft auch noch ganz andere Dinge, wie in der akademischen Philosophie auch eine Rolle, also es gibt Machtfragen und all diese Dinge, die dann entscheiden. Aber es ist in der Tat so, dass ich schon glaube, dass selbst das Philosophiestudium einen in vielen Aspekten, was die Wirtschaft anbelangt, hilft, weil man eine argumentative Fertigkeit gelernt hat, weil man versteht, worauf es rausgeht und weil man zur Not, ich nehme mal ein anderes schönes Wort, das war ein schönes Zitat von Odo Marquardt, das Sie gebracht haben, aber wer ein Philosophiestudium absolviert hat, der hat auch eine gewisse Inkompetenz, Kompensationskompetenz erworben. Das hat der Odo Marquardt mal geprägt. Also die Philosophen sind die, die eine Inkompetenz, Kompensationskompetenz haben. Und das hilft dann in der Wirtschaft auch manchmal. Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf. Ja, gerne. Also man sieht ja auch, dass von den Philosophiestudierenden die wenigsten landen ja dann an der Uni. Ne? Also es sind ja relativ viele. Also momentan haben wir sogar wieder mehr Studierende in der Philosophie, die sich interessieren und einschreiben. Und die allermeisten landen dann ja nicht an der Uni, sondern gehen woanders hin. Und man sieht tatsächlich, also auch wenn man mit den Leuten 5 Jahre später spricht, dass die an unterschiedlichsten Stellen landen. Also es gibt Bankvorstände, die promovierte Philosophen sind, viele Leute im Kommunikationsbereich. Erstaunt hat mich sehr, sehr viele gehen in die Unternehmensberatung zum Beispiel. Also das deutet, glaube ich, alles darauf hin, dass diese Kompetenzen quasi auf einer Metaebene hilfreich sind. Ich würde mal sagen, fast egal, wo man hingeht. Natürlich kann man dann nicht Mediziner werden. Aber dort, wo quasi diese Metaebene hilfreich ist, um Dinge einzuordnen, zu sortieren, gut zu argumentieren, komplexe Strukturen zu analysieren, auseinanderzunehmen, anderen zu erklären, was man im Idealfall im Studium gelernt hat, dann hilft einem das für sehr viele Berufsfelder. Ja, danke, das war schon die Antwort auf eine Frage, die ich hätte stellen wollen, nämlich ist es denn sinnvoll, Philosophen in der Unternehmensberatung oder auch in der Politikberatung einzusetzen? Also ich weiß, dass zum Beispiel theoretische Physiker von Unternehmensberatungsfirmen oft früh abgeworben werden mit dem Argument, die haben gelernt, strukturiert zu denken. Und das haben Philosophen ja auch gelernt. Ist das ein sinnvoller Weg? Sollten zum Beispiel Politiker stärker auf Philosophen hören?
Sie sollten durchaus mit Philosophen sprechen, aber auf sie hören, das ist wieder so ein Zungenschlag, der mir nicht so gefällt, ja, weil die Philosophen haben nicht die größere mehr Weisheit oder da mehr Klugheit. Ja, aber die sind vielleicht wirklich in der Lage, eben Positionen abzuklopfen und in einer Beratungsleistung in der Tat denjenigen, der die Beratung sucht, weiterzubringen. Ich selber, wenn ich das vielleicht sagen soll, ich wollte unbedingt eigentlich an der Universität bleiben. Das war mein großes Ziel. Das war eigentlich das, wofür ich auch gelebt habe. Hat sich dann aufgrund eines Zerwürfnisses mit meinem Professor, hat sich das dann zerschlagen. Und ich war zunächst persönlich echt in einer richtig starken Krise damals und habe dann eben mit der Unternehmensgründung einen anderen Weg eingeschlagen, der mir am Anfang schwer fiel und dann mich eine Weile auch dem akademischen Dasein ein bisschen nachgetrauert habe. Heute würde ich sagen, das war ganz wunderbar, weil mich das mein Leben ungemein bereichert hat, weil ich nicht nur in dem Elfenbeinturm, das es schon auch ein bisschen ist, ja, nicht nur in dem Elfenbeinturm geblieben bin, sondern weil ich eben die reale Welt auch kennenlernen durfte. Aber ich habe, und das sage ich nochmal, ich glaube, ich habe sehr viel von meinem Studium profitiert, in dem Sinne, dass man sagt, wirklich strukturiert kann man vorgehen. Man hat eine gewisse analytische Fertigkeit. Man hat eine argumentative Fertigkeit. Man, glaube ich, ist dann in gewisser Weise auch sprachfähig. Das, glaube ich, alles sind Dinge, oder Kompetenzen, die natürlich im Wirtschaftsleben auch eine Rolle spielen. Ja, man kann das überall erwerben, wenn man jetzt sagt, auf der Managementposition. Früher war das ja ganz oft, dass eben Ingenieure dann leitende Positionen in Unternehmen haben. Das ist auch heute noch so. Kann man auch sagen, was hat denn der Ingenieur jetzt, warum soll denn ein Unternehmen leiten? Dafür gäbe es doch Betriebswirte. Aber das glaube ich oft, dass gerade die Kompetenzen, die man dann in methodisch strengeren Wissenschaften, wie vielleicht der Ingenieurwissenschaft oder Sie haben die noch besser die theoretische Physik genannt, dass Fertigkeiten, die man da erwirbt, denen, die ein Betriebswirt im Betriebswirtschaftsstudium, das dann doch auch immer ein bisschen eine Brotwissenschaft in dem Sinn ist, dass er halt mehr auch dazu dient, dass man weniger vielleicht Methodenkompetenz als sachliche Begrifflichkeiten erwirbt, glaube ich, ist man mit so einem Studium eben, das stärker in die Tiefe geht, und da zähle ich dann die Naturwissenschaften im engeren Sinn auch dazu, hat Fähigkeiten, die dann, glaube ich, wirklich auch in diesem Aufgabengebiet weiterbringen. Und vielleicht ergänzend zu der Frage nach der Beratung, also ich glaube, da muss einem klar sein, was man als Beratungsziel haben möchte, denn wenn man Philosophen engagiert, kriegt man in der Regel wesentlich weniger Antworten als neue Fragen. Das kann hilfreich sein, aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt jemanden aus anderen Disziplinen engagiert. Und ich glaube aber, wenn man das annimmt und quasi eine philosophische Beratung als einen Anlass nimmt, Positionen nochmal grundsätzlich neu zu durchdenken, Begründungen für Positionen, dann wäre das in der Politik oder auch in der Wirtschaft extrem hilfreich. Aber es ist dann sicher eine andere Form der Unternehmensberatung, als man die jetzt mit den großen Beratungsfirmen in der Regel verknüpft. Ich würde gerne noch das Thema der Popularisierung von Philosophie ansprechen. Das ist ja was, was wir in gewisser Weise heute hier auch tun. Was wäre da das Ziel? Dass man die Menschen motiviert, selbst auch Dinge strukturiert anzugehen und kritische Haltungen zu entwickeln? Karl Popper hat mal gesagt, alle Menschen sind Philosophen. Und er hat damit wohl gemeint, jeder hat mal Anlässe, etwas wirklich gründlich zu hinterfragen. Wie sollte man die Popularisierung von Philosophie anpacken? Vielleicht zuerst Michael Jungert. Also ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz mit diesem, also eigentlich sind wir alle Philosophen. Wenn ich meinen 6-jährigen Sohn anschaue, der ist hochgradig philosophisch interessiert, stellt jede Menge Warum-Fragen, die wirklich gut sind, also die man wirklich auch als philosophische Fragen betrachten kann, und wir verlieren diese Fähigkeit, glaube ich, nach und nach, oder die wird zumindest schwächer. Deswegen würde ich sagen, wäre das schon ein wichtiges Ziel der Popularisierung von Philosophie, quasi Frage und Nachfrage
und Reflexionskompetenzen zu vermitteln, also dazu beizutragen, dass man sich traut, wieder größere Fragen zu stellen, Dinge in Frage zu stellen, die wir halt nach dem Schulunterricht oder im Studium oder in der Gesellschaft eigentlich schon als gültig und nicht weiter diskussionswürdig akzeptiert haben, die quasi wieder auf den Tisch zu legen und dann vielleicht im Idealfall eben mit Methoden, die man im populärwissenschaftlichen Diskurs sicherlich anders als im Seminar in der Uni vermitteln könnte, ein bisschen Argumentationstheorie, ein bisschen Logik, im Idealfall dann so aufzudröseln, dass man zu neuen Fragen oder Einsichten kommt. Herr Gretlein, Sie waren ja eben nicht nur an der Uni aktiv, sondern Sie haben auch viele Jahre noch danach am Bildungszentrum an der Nürnberger Volkshochschule philosophische Gesprächskreise angeboten. Mit welchem Ziel? Warum? Ja, ich glaube, mit dem Ziel, die Kundschaft, ich weiß nicht, wie man sagt, die Hörer, die Teilnehmer, die Interessierten, eben in diesen Prozess zu bringen, den ich vorhin beschrieben habe. Ich glaube aber, es ist dann auch so, dass man dann schon feststellt, dass, wie schwer es ist, weil, nehmen wir mal, ich erinnere mich an eine Diskussion, da ging es um Relativismus. Ja, ich glaube, wir hatten immer ein Thema in der Stunde und Relativismus. Ich glaube, heute sind wir alle Relativisten, in gewisser Weise. Wenn Sie aber dann, das heißt also sozusagen alle moralische Urteile, alles ist irgendwie relativ und man muss alles gleichermaßen gelten lassen, etc., also überspitzt formuliert. Und wenn Sie dann versuchen, diese dann ganz festgefügte Meinung, ja, die dann Teil des Weltbildes ist, ja, so, wenn Sie versuchen, die zu hinterfragen und sagen, na, also brauchen wir nicht irgendetwas, wovon wir wirklich ausgehen, brauchen wir nicht, nur einfach als Frage, brauchen wir nicht ein Fundament, auf dem wir stehen, ja, können wir, ist es in der Tat eben so, dass wenn eine andere Kultur meinetwegen ihre Alten zurücklässt, wissend, dass sie dann sterben, wenn sie weiterziehen, oder diese gar tötet, jetzt nur als Beispiel, das ist halt eine andere Kultur, das können wir so lassen, oder müssen wir versuchen, mit denen in einen moralischen Diskurs zu treten und müssen versuchen, unsere Überzeugung rüberzubringen. Jetzt nur als ein Beispiel, dann ist es ganz, ganz schwer, die vorgefasste Meinung, die dann jeder, wenn sie die Frage stellen, hat sofort eine Meinung dazu. Der eine sagt, ja klar, die muss man dran hindern, oder der andere sagt eben, was gehen uns jetzt irgendwelche Eingeborenen in Südamerika an, sage ich jetzt mal. Und das ist doch alles gleichwertig. Die haben ja ihren eigenen Kontext und es ist egal. Und wenn sie, egal von der einen oder von der anderen Seite kommen, wenn sie das aufbrechen wollen, das ist echte Sisyphusarbeit und fällt den Diskutanten dann in der Regel schwer, überhaupt nur die andere Position zu sehen. Aber wenn sie dieses, Max Weber hat mal gesagt, Politik ist das Bohren harter Bretter, das ist die Philosophie auch, das ist das Bohren harter Bretter. Wenn Sie da oft genug bohren, dann glaube ich, passiert es beim einen oder anderen, dass er auch immer verstanden hat, oh ja, das kann ich jetzt auch nochmal ganz anders sehen. Und das ist das Reizvolle, glaube ich, an der Popularisierung der Philosophie. Es ist, glaube ich, weniger damit getan, wenn wir, ich war gestern zufällig noch in der Buchhandlung und da war ein ganzer Tisch, Seneca für Manager, Seneca für den Alltag, also Seneca ist gerade im Moment en vogue. Und das ist, glaube ich, eine Art von Popularisierung, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich etwas hilft. Philosophie kann vielleicht Orientierung geben, aber es ist keine Lebenshilfe. Und das ist, glaube ich, das, was viele erwarten und was solche Bücher und Texte auch leisten wollen. Und das, glaube ich, ist keine Art von Popularisierung, wie ich sie betreiben würde wollen. Aber es kann natürlich Symptom einer unterschwelligen Problemwahrnehmung sein. Dass die Stoa gerade in Mode ist, kann man ja so deuten, dass der Epikureismus vielleicht doch nicht ausreicht. Also, dass der Hedonismus vielleicht nicht ausreicht, sondern man nach längerfristigen disziplinierenden Maßstäben fragt. Aber genau das sollte man dann tun. Und nicht, das ist, glaube ich, der Punkt. Sie machen das ja richtig. Ich glaube, das ist genau der Hintergrund, den Sie richtig erkannt haben. Aber es nützt ja, glaube ich,
sehr wenig, wenn ich jetzt die hedonistische Position einfach durch die andere ersetze, sondern ich glaube, die Aufgabe ist dann eher, den Hedonismus zu hinterfragen und vielleicht dann das ein oder andere neu zu justieren und dann vielleicht auch in die andere Position überzugehen. Aber wenn ich das wie einen Katechismus auch aufnehme, und das wäre jetzt so meine Wahrnehmung, die ich dann habe, wenn man mit Leuten spricht, die dann solche Bücher gelesen haben, dann ist da nicht viel passiert, ja, sondern dann ist, jetzt nehme ich nochmal Ihren Begriff, da ist sozusagen ein Weltbild ausgetauscht worden. Ja, aber das halte ich nicht für zielführend. Ja, wir müssen dann langsam in die Pause gehen. Vielleicht noch Frage an Michael Jungert. Die öffentliche Rolle der Philosophie, ist die okay so oder gibt es da einen Wunschzettel? Ja, ich glaube, man könnte sich schon stärker einmischen, würde ich sagen, oder anbieten, vielleicht besser als einmischen, anbieten als akademische Philosophie, auch als Ergänzung zu diesen, was Herr Kittler vorhin schon gesagt hat, vermeintlichen Philosophen, die es so auf den Marktplätzen, medialen Marktplätzen gibt. Also insofern, das ist was die Universitäten auch, glaube ich, langsam sehen, aber was schwierig ist aus diversen Gründen, die Fachwissenschaftler und eben auch die Philosophen zu ermutigen, mehr nach draußen zu gehen. Also wir haben ja vorhin vom Marktplatz als Ursprungsort gesprochen. Wir haben das tatsächlich vor 5 Jahren mal versucht an der FAU und sind wieder auf den Marktplatz gegangen, nach Erlangen und nach Nürnberg, neben die Obst- und Gemüsestände und haben versucht, quasi das aufzugreifen. Ne? Also quasi mit kleinen Plakaten ins Gespräch zu kommen. Hat relativ gut funktioniert. Sehr schön. Und ich glaube, das wäre was man häufiger machen könnte. Also auf die Art und Weise könnte man sowohl im Kleinen, regional, als auch dann in den Medien die fundierte Philosophie wieder ein Stück weit sichtbarer machen und auch quasi als jemanden, der Kompetenzen vermittelt, die jedem helfen können, ein bisschen greifbarer machen. Ja, vielen Dank soweit. Wir machen jetzt erstmal Pause für unterschiedliche Sorten der Bedürfnisbefriedigung. Und um 13 Uhr geht es dann hier weiter und dann bekommen Sie das Wort für Stellungnahmen, Kommentare, Nachfragen und so weiter. 13 Uhr. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie noch da sind. Wir sind auch noch da. Sie haben jetzt das Wort. Ich sollte noch dazu sagen, es wird hier gefilmt. Wer nicht möchte, dass die Wortmeldung mit auf dem Film erscheint, den wir dann vielleicht veröffentlichen oder einen Teil veröffentlichen, der darf es natürlich sagen, dann schneiden wir das selbstverständlich raus. Also Sie haben die freie Hoheit darüber. Jetzt die nächste Wortmeldung, bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Gretlein und eine Bitte an Herrn Junger. Herr Dr. Gretlein, wenn meine Frau und ich heute Nachmittag zu Hause sind und die Diskussion, die wir hier jetzt führen, weiterführen, philosophieren wir dann? Und wenn ja, wer entscheidet, wer die vernünftigen Argumente hat? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also zum Ersten würde ich sagen, müsste ich dabei sein, um hinterher mir dieses Urteil zu erlauben. Weil, ich gebe mir noch einen Grund dafür, weil allein die thematische Behandlung von etwas heißt noch nicht, dass Sie philosophieren, ja, sondern das hängt dann schon daran, wie Sie argumentieren, wie Sie sich der Sache annähern. Also eben ein Thema setzen. Es gibt ja Themen, die klassischerweise und üblicherweise mit der Philosophie verbunden werden. Es gibt aber auch Themen, da glaubt man gar nicht, dass man drüber philosophieren kann und trotzdem passiert es. Aber thematisch entscheidet sich es nicht, sondern es wird sich an der Art und Weise, wie Sie miteinander diskutieren, erweisen. Das war, glaube ich, die Frage an mich. Und dann. Ja, und wer entscheidet über das vernünftige Argument? Also, müssen Sie dabei sein? Nein, das glaube ich, wenn Sie beide vernünftig sind, kriegen Sie das schon hin. Das, glaube ich, kriegen Sie hin. Ja. Dann würde ich jetzt immer meinen, das vernünftige Argument, das hängt dann auch wieder am Gegenargument, wenn man sieht, wie läuft das Gegenargument. Und da brauchen wir, glaube ich, keinen Schiedsrichter dazu für das vernünftige Argument, sondern das hängt an der Validierung, die Sie dann dem Statement Ihres Partners oder Ihres Gegenübers entgegenbringen. Also wahrscheinlich brauchen Sie keinen Schiedsrichter, aber die Spielregeln brauchen Sie und da könnten Sie sich quasi mit dem Lehrbuch über
philosophische Argumentation oder so behelfen und dann die Güte ihrer Prämissen zum Beispiel prüfen. Das machen wir jetzt natürlich im Alltag nicht so explizit, aber das könnten sie mal machen. Ne? Also zum Beispiel sagen, das mache ich mit Studierenden im ersten Semester auch, ne? Also jetzt ihre Frau und sie haben Argumente vorgebracht und jetzt versuchen sie die mal in logische Form zu bringen und schauen, ob das gültige Schlüsse sind oder ob da vielleicht schon irgendwas an den Prämissen oder an der Konklusion hakt. So könnten sie anfangen. Ist vielleicht ungewöhnlich für einen Nachmittag zu Hause, aber das könnten Sie machen. Gut, dann meine Bitte an Sie. Sie haben in Ihrer Einführung den theoretischen Überbau geliefert, sage ich mal. Mhm. Die Fragestellung, die wir aber haben, ist sehr praktisch. Wer braucht Philosophie? Mhm. Die haben Sie nicht beantwortet. Können Sie mal aus Ihrer Tätigkeit etwas sagen, wo herausgekommen ist, das braucht der und der für das und das? Mhm. Da kann ich Ihnen also sowohl was innerhalb der Universität berichten, als auch außerhalb, also weil wir beides machen. Also wir sind in vielen Projekten mit Einzelwissenschaftlern, ne? Also mit Wissenschaftlern aus empirischen Disziplinen. Und da gibt es also viele Projekte, bei denen, ich würde sagen, das ist auch nicht einseitig so, dass die Philosophie quasi den anderen Disziplinen hilft, sondern wo wir uns gegenseitig zum Beispiel versuchen, wenn wir an einem Thema, das angrenzt aneinander, also mit Psychologen zum Beispiel, über personale Identität sprechen. Und die Frage, wie eigentlich Erinnerungen und Identität von Menschen zusammenhängen, dann ist für Psychologen extrem hilfreich, wenn Philosophen aufzeigen, dass Erinnerung und Gedächtnis unterschiedliche Begriffe sind, dass es verschiedene Formen von Erinnerung und Gedächtnis gibt, die auch sprachlich wiederum sich unterscheiden, dass sie sich erinnern können, das und erinnern können, wie, und das hat wiederum Bedeutung. Und die Psychologen können uns dann sagen, wie das mit verschiedenen Gedächtnissystemen zusammenhängt. Also dass verschiedene Formen von Erinnerungen in verschiedenen Gedächtnissystemen gebildet werden und dann wiederum auch, wenn sie in der Innensicht gucken, verschieden neuronal repräsentiert werden. Und das sind zum Beispiel Projekte, wo wir, würde ich sagen, beide Seiten sehr viel gelernt haben und die Theorien jeweils besser geworden sind. Und mit Blick auf die Öffentlichkeit versuchen wir auch ganz oft, Formate zu machen, in denen nicht wir als Philosophen, Fachphilosophen den Leuten was erzählen, ne, und dann können sie sich irgendwie was aufschreiben und nach Hause gehen, sondern versuchen interaktiv, zum Beispiel in Nürnberg im Deutschen Museum, haben wir eine Station konzipiert, Wunschkindstation. Also sie können quasi als Besucher hingehen und können sich ein Wunschkind basteln, ne, gegen so ein Budget, können bestimmte Merkmale auswählen, und dann haben wir aber angefangen, quasi als Philosophen bestimmte ethische Fragen an diese Entscheidungen zu stellen. Also was passiert denn, wenn Sie die freie Wahl haben, so gut wie jedes Merkmal von einem Kind im Vornherein auszuwählen? Oder was passiert, wenn diese Auswahl eigentlich aber Folgen hat, die Sie vorher nicht abschätzen können? Und das ist was, was, glaube ich, in der Regel denjenigen, die das machen, hilft, das anders zu betrachten und zu reflektieren. Und uns helfen wiederum die Daten, die wir bekommen, weil wir dann sehen, was sind die moralischen Intuitionen und Entscheidungen, die die Menschen bei solchen moralischen Dilemmasituationen zum Beispiel haben oder tatsächlich wählen. Ich habe noch zwei Anekdoten, die vielleicht dazu passen. Also die erste ist, einer der früheren Mitarbeiter am Institut, der Rüdiger Inhit, wenn ich weiß, ob Sie noch kennen, bei dem habe ich ein Logikseminar besucht, in dem wir Karl-Valentin-Dialoge in formale Logik-Syntax transponiert haben. Habe ich wahnsinnig viel gelernt, kann ich jedem empfehlen, dass er das mal macht. Und das Zweite ist, ich hatte mein Ehrenamt beim FCN, gab es eine juristische Auseinandersetzung mit einem Anwalt, und ich weiß gar nicht, was den geritten hat. Er meinte, er müsste seine Beweisführung in einer logischen Transkription darlegen, und wir haben uns dann alle schiefgelacht, weil er hat nicht mal, wie wir sagen, die Jungtoren richtig verwendet, sondern hat die alle vertauscht. Also man sieht schon, es gibt immer wieder Versuche, auch philosophische Versatzstücke im Alltag zu verwenden. Zum Beispiel beim Gespräch mit der eigenen Frau. Ja. Haben wir ja heute schon gehört. Hier ist die nächste Wortmeldung, ansonsten zeigen Sie einfach auf, wenn Sie sich beteiligen möchten. Herr Fink, Sie hatten vorhin in der ersten Hälfte erwähnt oder die Frage gestellt, ob Philosophen die Politik beraten sollten. Da ist noch keine deutliche Antwort drauf gekommen. Also wenn ich so
die letzten Jahre beobachte, was man so alles von Richard David Brecht, der in vielen Formaten in der Öffentlichkeit auftritt, neuerdings diese regelmäßigen Gespräche, auch Lanz Brecht, dann habe ich da oft genug den Eindruck, Leute wie er wären für die Beratung der Politiker sehr, sehr wertvoll. Darüber hinaus habe ich vor einigen Jahren mal irgendwo gelesen, dass einer der damaligen griechischen Philosophen auch die Meinung vertreten hat oder dafür geworben hat, dass die Staatsführung eigentlich Philosophen übernehmen sollten. Ja, also ich hatte mich daran erinnert, dass etwa ein Helmut Schmidt auch im Amt als Bundeskanzler des Öfteren sich auf Karl Popper berufen hat und habe sozusagen den Bezug zwischen Physik und zwischen Philosophie und Politik gesehen. Aber meine Formulierung, dass die Politiker auf die Philosophen hören sollten, war in der Tat überzogen und ist ja auch zu Recht kritisiert worden. Was kann man zu dem Thema noch sagen? Also historisch gab es ja einen Versuch, nämlich Platon war eine Weile auch Herrscher und ist, ich habe die historischen Details nicht mehr im Kopf, aber ist grandios gescheitert. Insofern würde ich jetzt nicht so weit gehen, um das auch nochmal, dass die Philosophen dann die politische Führung übernehmen sollten. Allerdings das Gespräch mit denen zu suchen, ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, soweit ich weiß, ist zum Beispiel der aktuelle Bundeskanzler, der Herr Scholz, der ist Fan und liest wohl sehr viel Michael Sandel. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch mit ihm. Also ich glaube, dass reflektierte Politiker, dass die durchaus sich mit solchen Texten mal beschäftigen. Michael Sandel ist ein Amerikaner, der sehr verständlich schreibt, wo man, also das ist eine Art von, ich würde es wirklich vielleicht sogar Populärphilosophie nennen, aber wenn da mal was in die Hand fällt, das können Sie gut lesen. Und insofern, glaube ich, gibt es das Andocken schon, das ist etwas, was für reflektierte Personen, und das würde man ja von Spitzenpolitikern jedenfalls im stillen Kämmerlein erwarten, dass sie reflektierte Personen sind, schon empfehlen, dass sie mit professionellen Philosophen sich ab und zu mal austauschen. Das glaube ich durchaus, ja. Vielleicht ergänzend, also ich würde generell sagen, dass Politikberatung durch Wissenschaftler sinnvoll ist. Das haben wir ja auch während der Corona-Pandemie, war das ein großes Thema. Ne? Also dann sind die Philosophen quasi eine Gruppe, die beraten kann, aber sie müssten natürlich vorher sehr gut überlegen, mit welchem Ziel diese Beratung erfolgt. Ne? Und die erfolgt mit Sicherheit, also die Leopoldina, Deutsche Akademie der Wissenschaften, hat sich ja da sehr stark eingebracht die letzten 2 Jahre, gesagt, Wissenschaftler müssen mehr quasi auf die Politik zugehen und beraten. Die Frage ist aber, was bedeutet Beratung? Inwiefern greifen diese Berater quasi in politische Entscheidungen ein oder nicht? Und da würde ich sagen, ähnlich wie Herr Kretlein, würde ich bei den Philosophen auch eine Beraterrolle sehen, die eher Fragen stellt, ne? Also die Fragen an Politiker stellt, ne? Haben sie das komplette Bild berücksichtigt? Haben sie alle Positionen abgeklopft? Haben sie alle wichtigen Akteure involviert? Sind die Argumente, die sie eingesammelt haben, zu gewichten? Ne? Also können sie die zum Beispiel logisch untersuchen? Also das würde ich zum Beispiel als eine spezifische Aufgabe von beratenden Philosophen sehen. Aber ich würde auch eine Grenze ziehen zwischen Beratung und Entscheidung. Dann gehen wir hier weiter in der Frageliste. Herr Gegner. Meine Frage zielt auf den menschlichen Realitätsbezug der Philosophie. Sie haben jetzt zu meiner großen Überraschung, Herr Dr. Jungert, signalisiert, dass Sie auch von den Leuten, die sich mit Gehirnforschung auseinandersetzen, Gedanken aufnehmen. Sieht man eigentlich die Philosophie ähnlich wie die Mathematik, die ja keinen Realitätsbezug hat, sondern im luftleeren Raum existiert? Oder ist die Philosophie eigentlich heutiger Denkweise bezogen auf eine existierende Menschheit? Denn dann muss sie ja unheimlich flexibel sein und sich an das derzeitige Menschenbild
Derzeit streiten wir uns ja doch ein bisschen darüber, haben wir mehr Behaviorismus oder mehr Biologie? Das ist ja sehr im Fluss. Wie passt man sich da jeweils so schnell an? Also das ist eine sehr spannende Frage, die Sie stellen. Ich würde auch sagen, da kriegen Sie sehr unterschiedliche Antworten aus der Philosophie. Also es gibt immer noch recht stark verbreitete Philosophen, die der Meinung sind, dass sie eigentlich auch ohne Ergebnisse aus den empirischen Wissenschaften gut klarkommen und sich quasi mit sich selbst beschäftigen können, mit ihren Texten und mit alten Positionen. Ich würde sagen, bei vielen Gebieten, und Sie haben die Neurowissenschaften genannt, die wiederum mit Fragestellungen aus der Philosophie des Geistes zum Beispiel zusammenhängt, fände ich es als Philosoph sehr schwierig, empirische Ergebnisse nicht mit einzubeziehen. Also es gibt, je nachdem, was Sie für philosophische Aussagen treffen, gibt es definitiv Bedingungen, die Sie formulieren können, die dann auch an empirischen Ergebnissen quasi scheitern oder sich bewähren können. Also es gibt natürlich auch Philosophen, die solche Aussagen gar nicht treffen, die sich quasi lieber zurückziehen auf zum Beispiel reine Begriffsanalyse. Aber wenn man jetzt sagt, solche komplexen Probleme wie menschliche Identität und Erinnerung beispielsweise und das dann gekoppelt mit den Neurowissenschaften, kommt man, glaube ich, nicht drum herum, diese Ergebnisse mit einzubeziehen, also in einer kritischen Art und Weise, und zwar auch nicht in der Einbahnstraße, sondern wirklich so, dass sowohl die Neurowissenschaften die Philosophie befruchten und, was aber auch, glaube ich, bei den Neurowissenschaften sehr wichtig ist, die Philosophie auch so eine disziplinierende Wirkung auf die Neurowissenschaften bezüglich begrifflicher Klarheit, Unterschiede zwischen Kausalität und Korrelationen und sowas herstellen kann. Also deswegen würde ich sagen, kann das, wenn es gut gemacht ist, in beide Richtungen sehr hilfreich sein. Und ich würde bei vielen, wenn auch nicht bei allen philosophischen Problemen sagen, dass die Zusammenarbeit mit den empirischen Wissenschaften wertvoll sein kann. Ja, ich möchte was ergänzen. Weil Ihre Position war jetzt nochmal weiter. Sie hatten ja die Philosophie mit der Mathematik versucht gleichzusetzen, indem da die maximale Weltferne anzuspielen. Ich will noch einen anderen Aspekt. Ich glaube, die Philosophie hat natürlich nichts mit Mathematik zu tun. Sie braucht Logik, ja, das ist richtig, das ist auch sehr abstrakt und ein Fundament. Aber ansonsten, auch die zeitgenössische Philosophie ist natürlich immer reich mit einem Realitätsbezug. Also zum Beispiel, nehmen wir mal die Frage, dürfen Sie ein Menschenleben opfern, um andere Menschenleben zu retten? Ja, dann werden da oft sehr schöne Beispiele gebracht. Das eine ist, ein Beispiel ist, also ein Zug oder eine, wie sagt man noch, diese Terrine, ne? Ja? Trolley. Ja, genau, genau. Rollt den Berg hinab und Sie sehen, am einen sind 5 Bauarbeiter am Gleis und am anderen Gleis ist einer. Und Sie können jetzt die Weiche noch stellen. Wenn jeder sofort sagen, völlig klar, ich stelle die Weiche so, dass der Zug einen überrollt und nicht 5. Dann wird dieses Beispiel genommen und wird transformiert und dann sagt man, und jetzt pass auf, jetzt bist du oben du bist in der gleichen Position. Es ist allerdings keine Weiche da, der Zug rollt runter und du hast da nur einen sehr voluminösen, dicken Mann und den kannst du runterstoßen aufs Gleis und der wird das stoppen und die 5 werden überleben. Da fällt die Antwort in der Regel völlig anders aus. Ja, weil die Menschen sagen, boah, den jetzt wirklich da runterzustoßen. Ja, und schon ist man in einer philosophischen Diskussion, ja, über welche Normen legen wir denn zugrunde, wie gehen wir denn da weiter. Und das wird dann anhand eines solchen Beispiels exemplifiziert und diskutiert. Und eben die Intuition ist, glaube ich, wirklich so, ja, dass jeder wird intuitiv sagen, na klar, stelle ich die Weiche so auf den einen. Dann kann man wieder sagen, und wenn das ein kleines Kind ist und die anderen sind 5 Alte. Also man kann dann natürlich immer an den Punkt empirisch anreichern und das philosophische Dilemma rausbringen. Und komischerweise sieht das die Entscheidung dann auch wieder anders aus. Und eben dieses Hinunterstoßen von dem einen, da, wenn man das empirisch abfragt, da geht die Mehrheit in die Richtung, nein, das mache ich nicht. Ja. Und dann muss man fragen, warum denn eigentlich? In dem einen Fall würdest du den gleichen gnadenlos überrollen lassen, etc. Also ich will das jetzt nicht vertiefen, sondern ich will nur sagen, natürlich lebt die Philosophie auch davon, dass wir das an empirischen
theoretisch empirischen, ja, wenn wir selten in so eine Entscheidungssituation kommen, aber dass wir das an solchen Beispielen exemplifizieren. Das ist übrigens ein gutes Beispiel für diese experimentelle Philosophie, dieses Trolley-Dilemma, haben diese experimentellen Philosophen tatsächlich als Beispielfeld genommen und haben dann als Philosophen selber sogenannte Laien befragt über die Einschätzung. Also erstens, welche Intuitionen haben sie da, warum haben sie da, wie können sie die quasi begründen oder hinterfragen und haben dann versucht, quasi aus den Antworten was über moralisches Handeln abzuleiten. Und da ist natürlich, kommt man schnell in viele Probleme, sein Sollensfehlschluss und solche Dinge. Aber das ist interessanterweise was Philosophen jetzt zumindest dieser Prägung zunehmend interessiert. Und es hat ja eine potenzielle Anwendung, ne? Autonome Fahrzeuge im Straßenverkehr. Wie sollen die programmiert werden? Deswegen sitzen Philosophen mittlerweile auch bei den Automobilkonzernen. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu? Darf ich aber vielleicht an dieser Stelle ergänzen? Deswegen hatte ich die Vorfrage gestellt, die da vielleicht, wo das Problem ein bisschen übersehen wurde. Gibt es eigentlich eine Philosophie ohne Menschen? Gibt es eine Philosophie ohne Gesellschaft? Denn worum es mir hier an der Stelle geht, ist nämlich genau das. Wir behandeln hier, wie oft Gerichte, einen Einzelfall, nehmen aber die gesellschaftliche Relevanz vollkommen raus. Denn die Gesellschaft als solche, wenn es nicht darum geht, du musst ihn runterstoßen, sondern wenn ich jemandem sage, dann hättest du ihn runterstoßen müssen, dann urteilt die Gesellschaft vollkommen anders als der Einzelne im Einzelfall, der mit seiner persönlichen Moral Probleme hat. Und insofern, das ist eigentlich genau ein Kritikpunkt, den ich momentan in die aktuelle philosophische Richtung, die wir haben, wende. Wir wenden uns zu sehr dem Einzelfall zu und zu wenig der gesellschaftlichen Funktionalität. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es mir gerade ging. Wie sehr berücksichtigt eigentlich die Philosophie nicht nur den Einzelfall, wie jetzt in diesem Beispiel, sondern auch das, führt diese Denkweise zu einer funktionierenden Gesellschaft? Also ich glaube, das haben Sie jetzt missverstanden, ja, das Beispiel. Was dann passiert in der Philosophie, ist ja, dass genau die Generalisierungsfähigkeit der Begründungen überprüft wird. Also der eine entscheidet sich so und so zu handeln, dann fragt der Philosoph mal salopp, warum machst du das? Dann gibt er einen Satz. Und dann wird genau dieser Begründungssatz, der wird auch seine Generalisierungsfähigkeit überprüft. Insofern ist dieser Allgemeinheitscharakter immer enthalten. Dass wir die philosophischen Fragen nicht lösen, indem wir eine gesellschaftliche Abstimmung darüber herbeiführen. Das halte ich allerdings auch wieder für selbstverständlich und für trivial, weil das ist ja auch nicht die Aufgabe der Philosophie, dass wir sozusagen Soziologie machen und sagen, jetzt schauen wir mal, was denn die Mehrheit der Leute dazu sagen würden. Das halte ich auch für verfehlt. Aber natürlich wird die Philosophie immer die Geltungsansprüche, die mit den Begründungen verbunden sind, auf den Prüfstand stellen. Und da kommt eigentlich immer die Tendenz oder der Versuch, ich muss so allgemein wie möglich, das muss mein Geltungsanspruch sein. Dass die Philosophie selbst, da gebe ich Ihnen recht, wir haben es vorhin auch noch mal kurz besprochen, dass wir natürlich in kulturelle Traditionen eingewoben sind, das müssen wir Ihnen schenken, das ist ja auch klar. Ja, wir wissen nicht, wie chinesische Philosophie wirklich funktioniert. Ja, die Leute sagen oft, lest doch mal Tao. Sag ich, ja, natürlich haben wir als Philosophen, wenn wir das akademisch studiert haben, eine kulturelle Prägung und einen kulturellen Kontext, in dem wir uns bewegen, den wir versuchen mit zu reflektieren, aber den wir natürlich niemals in der gleichen Weise abstreifen können, dass wir sagen, und jetzt versuchen wir mal als chinesische Philosophen darauf zu antworten, das wird uns nicht gelingen, oder afrikanische oder was auch immer. Also einerseits, ja klar, auch Philosophie ist in gesellschaftliche Kontexte eingebunden, ist gesellschaftlich gebunden, aber B, individuell ist es in der Regel nicht, sondern eben eher immer der Versuch zu generalisieren. Wortmeldung ist hier. Ich würde gerne an diese Frage, gibt es Philosophie ohne Menschen, ein bisschen anknüpfen. Und zwar mit dem Thema Transhumanismus.
der beschäftigt sich ja sehr interessanterweise nicht nur damit, wie man auf einer technischen Ebene den Menschen biologisch modifizieren kann und auch die gesamte Menschheit, sondern er stellt ja auch die philosophische Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was ist ein Mensch? Und vor diesem Hintergrund meine Frage, sehen Sie die Philosophie kurzfristig oder langfristig in tausenden Jahren in Gefahr? Ist sie bedroht? Vielleicht Michael Junger? Vielleicht Rückfrage, wodurch genau bedroht? Durch technologische Entwicklung? Dass der Ersetzung? Mensch nicht mehr Mensch ist, um zu philosophieren, blöd ausgedrückt. Ja, ich meine, das ist halt, dass er sich halt verändert. Ja. Also es ist ja eine anthropologische Grundfrage eigentlich, die Sie formuliert haben, ne, die ja der Transhumanismus jetzt wieder mal stellt. Ne? Was macht den Menschen eigentlich zum Menschen? Welche Kompetenzen oder Fähigkeiten? Oder sind es überhaupt Kompetenzen und Fähigkeiten, die Menschen auszeichnen? Oder was anderes? Und die werden jetzt natürlich unter neuen Vorzeichen neuer Technologien gestellt. Aber ich würde sagen, also solange quasi Menschen sich als kognitive, reflektierende Wesen sehen, wird Philosophie immer, also hatte ich vorhin auch gesagt, ne, dass es bei Kindern quasi schon natürlich beginnt, immer so als ne, also eine Art des Denkens mitspielen. Aber es ist natürlich, also wenn Sie jetzt auch im Hinterkopf haben, dass künstliche Intelligenzen viele Aufgaben übernehmen könnten, ist es natürlich eine berechtigte Frage, ob künstliche Intelligenzen, je nachdem, wozu sie da sind, wie sie programmiert und aufgestellt sind, Interesse haben, Philosophie zu betreiben und ob das dann noch dieselbe Form ist wie heute. Aber insofern mal davon ausgehen, dass wir Menschen in der Form quasi mit dem kognitiven Apparat wie heute noch länger haben, würde ich sagen, dann ist Philosophie mit Sicherheit auch noch länger da. Ich weiß nicht, ich schaue gleich mal nach, ob ich es finde, aber es gibt ja jetzt diesen Chatbot, der in aller Munde ist. Ich selber habe leider keinen Zugang, weil ich zu spät dran war. Die sind im Moment überlastet, aber ein Freund von mir, der hat mir davon berichtet und habe gesagt, du, frag den doch mal 5 Thesen zur Popularisierung von Philosophie, und die hat er mir geschickt. Ich schaue mal, ob ich sie finde in meinem Handy, weil dann lese ich Ihnen die vor. Da sehe ich nämlich auch sozusagen eine gewisse Gefährdung, ja? Weil es ist durchaus denkbar, dass Sie mit so einem Chatbot ins Philosophieren geraten. Ne? Das wäre denkbar, und das trifft ja auch ein bisschen Ihre Frage. Der hat es jetzt sehr wie so eine kleine Projektgliederung, so war auch die Abfrage gemacht. Aber ich war ehrlich beeindruckt, was da rauskam. Ich schaue mal, ob ich es finde im Handy, und dann würde ich es Ihnen noch vorlesen. Also während Sie suchen, kann ich gleich nochmal eine Nachfrage stellen, womit die jetzt auch gekommen ist. Wenn man jetzt auf die Grundfrage geht, wer braucht Philosophie? Sind wir jetzt sogar schon bei der künstlichen Intelligenz, vielleicht braucht die auch. Also ich würde es einfach mal so beantworten wie alle. Aber ist es denn nicht so, dass wir eine gute Philosophie brauchen? Und deswegen die Frage gleich mal an den Michael Jungert, gibt es da eine gute Philosophie und gibt es eine schlechte Philosophie? Und gleich die zweite Frage hinterher, es ist jetzt schon mehrfach der Name Richard David Precht gefallen, der ist ja überhaupt kein Philosoph, das hat er ja am Anfang irgendwie angedeutet, er gilt aber jetzt so als der Philosoph, weil er natürlich noch was anderes ist, er ist also macht eine gute Figur in den Medien, er kann gut reden und so weiter, also er erfüllt alles das, was man im Medienzeitalter braucht. Und da stelle ich mir die Frage, wo sind denn jetzt die ganzen populären Philosophen, die so wie Richard David Precht sind, so auftreten, medienerfahren sind, aber halt auch Philosophen sind? Wo sind denn die? Bildet ihr die gerade aus in Erlangen? Okay, ich habe sogar 3 Fragen rausgehört. Vielleicht ganz kurz einführend nochmal zu der KI-Frage, weil das auch im Publikum interessant war. Ich würde sagen, KI und KI-Entwicklung braucht dringend Philosophie. Da sieht man auch gerade konkrete Beispiele. Also es gibt jetzt viele Versuche, KI zum Beispiel in der Rechtsprechung, im Polizeiwesen und so weiter einzusetzen. Und man sieht interessanterweise, dass viele KI-Systeme die gleichen Fehler machen, die Menschen machen, nämlich zum Beispiel Bias, ne? Also bestimmte Formen von Prägungen gegen bestimmte Ethnien oder bestimmte soziale Schichten oder Ähnliches. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man quasi mit der Bias-Forschung, die es in der Philosophie, in der Psychologie gibt, sehr frühzeitig eingreifen kann in die Gestaltung und die gesellschaftliche Bedeutung quasi dessen, was KI-Systeme jetzt schon und zukünftig machen werden. Dann die Frage, gute und schlechte Philosophie. Ja, also
gibt mit Sicherheit auch mal also schlechte Philosophie, weil sie so tut, als ob sie Philosophie sei, aber eigentlich erstmal Meinungsäußerung ist. Das hängt vielleicht mit dem zweiten Akteur, der genannt wurde, auch zusammen. Ne? Also dass, wenn man sich solche Medialphilosophen, ist ja auch kein geschützter Begriff, ne? Genauso wie Institut kein geschützter Begriff ist, kann sich jeder Philosoph nennen und ins Fernsehen gehen. Und ich glaube, dann muss man eben sehr genau auf die Inhalte, auf die Methoden und auf die Argumentstrukturen schauen. Und da würde man dann, glaube ich, wenn man quasi sagt, der oder diejenige beherrscht sein Handwerkszeug, argumentiert sauber, legt seine Prämissen offen, ich kann quasi die Konklusionen nachvollziehen, dann würde ich sagen, ist das ein sehr starkes Indiz für gute Philosophie. Und wenn das vernachlässigt wird oder überspielt wird durch andere Formen, ne, rhetorische Formen, Fehlschlüsse, die man erkennen kann, dann ist es ein ziemlich deutliches Zeichen für schlechte Philosophie oder vielleicht gar keine Philosophie, etwas, was nur wie Philosophie wirken möchte, weil sie sich ja doch manchmal irgendwie gut verkauft. Ne? Und die Frage, wo kommen jetzt die guten Philosophen her? Also die gibt es natürlich, die trauen sich aber in vielen Fällen aus verschiedenen Gründen nicht so stark in die Öffentlichkeit. Und manche dieser Gründe liegen tatsächlich im Wissenschaftssystem. Das betrifft andere Wissenschaften auch, weil Wissenschaftskommunikation oder das in Erlangen nennen wir das mittlerweile Outreach, also das Rausgehen aus dem Elfenbeinturm, in der Regel im Karrieresystem nicht nur nicht belohnt, sondern eigentlich bestraft werden. Das heißt, wenn ich also viel Zeit auf populärwissenschaftliche Vermittlung, Dialog, solche Formate lege, statt zu publizieren, dann bestraft mich das System eigentlich dafür und belohnt mich nicht mit Dauerstellen zum Beispiel. Das heißt, es gibt ein strukturelles Problem. Und das Zweite ist vielleicht auch, dass wir noch zu wenig parallel zum Fachstudium darin ausbilden, Fachwissenschaften und auch Philosophie gut und verständlich mit Beispielen, die wirklich was mit den Problemen zu tun haben, die man gesellschaftlich sieht, zu tun haben, dass wir sowas zu wenig ausbilden. Also da gibt es schon Initiativen an den Unis und es gibt auch Stiftungen, die sowas fördern, aber das ist, glaube ich, noch in den Kinderschuhen. Und da, glaube ich, an diesen zwei Stellschrauben könnte man drehen, dann würden schon mehr gute Philosophen gut kommunizierend an die Öffentlichkeit gehen. Vielleicht könnte man sogar eine Förderstruktur aufbauen, die dahingehend geht, dass man auch darauf schaut, ist denn jemand medienaffin, kann jemand das gut machen? Ja. Herr Gretlein, Sie haben es nicht gefunden? Nein, ich habe es nicht gefunden. Gut, dann gehen wir weiter in der Liste. Ich habe hier eine Wortmeldung. Eine ernste Sache für mich ist zu hören, dass die Philosophie also nicht den Auftrag hat, ein Weltbild zu entwickeln, zu bilden oder auch ein Menschenbild. Also ich meine, gerade das ist es, was ich mir von der Philosophie erwarte, aber nicht als absolut vorgegeben, also als unumstößlich, sondern als Angebot, als Diskussionsgrundlage. Und das habe ich ja verstanden, die Diskussion eine auf Augenhöhe ist ja eigentlich die Methode, wie man Philosophie betreiben sollte. Wie gesagt, diese Orientierung erwarte ich mir von der Philosophie, unter anderem auch deswegen, weil ich davon ausgehe, dass der Mensch, der Einzelmensch, gar nicht in der Lage ist, alles durchzudenken. Der braucht ein Gegenüber, ja, der muss sich auseinandersetzen und soll sich auseinandersetzen mit Angeboten bezüglich Welt und Sinn des Lebens. Alleine schafft er das nicht. Also das ist für mich die Voraussetzung oder der Sinn der Philosophie. Ja, das Menschenbild war zusätzlich angesprochen und wir hatten ja schon beim Transhumanismus den Bezug zur Anthropologie. Mhm. Vielleicht nochmal knapp umrissen, was kann da der Philosoph der Öffentlichkeit sagen? Ja, also ich würde Ihnen völlig zustimmen. Ne? Diese Rolle, die Sie einfordern für die Philosophie, würde ich sagen, das muss die Philosophie einnehmen und diese Form von, ich habe es Orientierungswissen genannt, ne, liefern. Aber ich glaube nicht, dass das zwingend zu einem Weltbild führen muss, ne? Also, sondern Perspektivierungen, Angebote machen. Ne? Also das ist ja eben eine Stärke der Philosophie, quasi verschiedene Angebote zu machen, verschiedene Positionen verstehbar zu machen, aber nicht eins dieser Angebote herauszustellen, ne? Aber zu sagen, wir haben quasi verschiedene Angebote in verschiedenen Bereichen, ne, die ein Weltverständnis quasi
aus dem Weltverständnis resultieren kann. Und da machen wir verstehbare Angebote oder vor allem auch Angebote darüber, kritisch reflexiv ins Gespräch zu kommen. Das ist Ihnen jetzt wahrscheinlich zu wenig, würde ich vermuten. Aber also die Frage ist, was Sie sich erhoffen würden. Ne? Also erwarten Sie sich quasi einen Gegenvorschlag zu anderen Weltbildern oder, was ich sagen würde, für die Philosophie ein kritisches Infragestellen durch die jeweils Einzelnen, wie Sie gesagt haben, was man wahrscheinlich aufgrund der vielen Formen von Wissen, die da einfließen, nicht immer allein machen kann, sondern dann quasi eine Anleitung zum kritischen Nachdenken über diese verschiedenen Fragen und Ebenen, um sich dann selber ein Bild zu machen. Ob das dann ein Weltbild wird oder ein Bereichsbild, sei dahingestellt. Aber die Rolle und Aufgabe würde ich für die Philosophie sehen. Ja, vielleicht bin ich nur kurz dazu. Also ich glaube, ein Aspekt ist, Sie haben es ja völlig richtig gesagt, aber was die Philosophie oft auch leistet, ist, dass sie sagt, welche Anthropologie steckt denn hinter, meinetwegen in einer bestimmten politischen Theorie, weil oft politische Theorien basieren auf einem bestimmten Menschenbild, das aber gar nicht expliziert wird, sondern das implizit in dieser Theorie steckt. Und eine der Aufgaben der Philosophie wäre es dann, diese Anthropologie herauszuarbeiten und zu benennen. Natürlich gibt es auch eine philosophische Tradition der philosophischen Anthropologie. Arnold Gehlen etwa wäre einer, oder auch der Wilhelm Kammler hat eine sehr schöne Anthropologie geschrieben. Kant hat auch eine Anthropologie geschrieben. Also es gibt natürlich diese Tradition. Trotzdem würde ich es eben so sagen, wie eben mein Co-Referent gesagt hat, das sind allenfalls vorsichtige Angebote, aber keine. Ja, genau. Aber vielleicht noch so eine spannende Ergänzung, was in der Philosophie in den letzten Jahren diskutiert wurde, weil Anthropologie so viel, es gibt ja eine anthropologische Position, die den Menschen ganz stark durch Vernunft charakterisiert. Ne? Menschen als vernunftbegabte Wesen. Und jetzt gibt es in der Psychologie der letzten Jahrzehnte ziemlich viele interessante Ergebnisse darüber, wie nicht vernünftige oder andersartige kognitive Prozesse menschliches Handeln und Denken beeinflussen. Und das ist jetzt interessanterweise in den letzten Jahren auch in der Philosophie gelandet. Und da gibt es zum Beispiel das Konzept der A-Leaves als quasi Ergänzung zu den B-Leaves, ne? Also Überzeugungen, die man bewusst rechtfertigen kann. A-Leaves dagegen sind Überzeugungen, die man hat, zu denen man aber nicht, bei denen man nicht auf Anhieb sagen kann, warum man die hat. Also das hat was mit Bias zu tun unter anderem, und das ist vielleicht ein interessantes Beispiel, wie man also quasi versucht, wenn sich auch naturwissenschaftlich neue Ergebnisse, die auch Auswirkungen auf das Nachdenken über den Menschen haben, wenn die auftauchen, wie man die philosophisch quasi auch in philosophische Theorien über den Menschen integrieren kann. Gut, dann machen wir hier weiter. Ich habe vorhin herausgehört, dass Sie also so ein bisschen bemängeln, sage ich jetzt mal, dass die Philosophie eigentlich nicht so richtig im Fokus ist und so wenig bekannt ist. Die beste Möglichkeit für mich, die Philosophie ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, wäre die Universität. Und an der Universität gibt es ja durchaus Fachbereiche, die philosophische Beratung auf jeden Fall gebrauchen könnten. Ich denke da an die erziehungswissenschaftliche Fakultät, ich denke da an die theologische Fakultät. Die Theologen werden irgendwann auf Menschen losgelassen. Die Predigten sollen ja so werden, dass die Menschen beeindruckt werden, und die Lehrer, Lehrerinnen, die sollen die Kinder so anleiten, dass sie etwas von der Schule auch wirklich fürs Leben mitnehmen. Meine Frage ist jetzt, gibt es wirklich ganz konkrete Zusammenarbeiten zwischen der Philosophie und zum Beispiel diesen beiden Fachbereichen, dass sie beratend dort tätig sind, damit die Lehrer und die Theologen auf den richtigen Weg gebracht werden? Jetzt haben Sie die beiden falschen Fachbereiche erwischt. Ja? Also mit diesen beiden, mit den beiden nicht. Also das kann ich jetzt für Erlangen leider nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, mit der Medizin und mit der Biologie beispielsweise gibt es diese konkreten Kooperationen. Naja, das ist, glaube ich, genauso wichtig. Also wir sind natürlich auch immer darauf angewiesen, dass diejenigen, mit denen wir da kooperieren sollen, das freiwillig tun, ne? Oder am besten Fall auf uns zukommen, was beispielsweise bei der Medizin und Biologie der Fall war, die gesehen haben, welcher theoretische Unterbau quasi unter
humanmedizinischen Annahmen liegt oder dass die Medizin auch so eine Sonderrolle hat. Es ist keine echte Naturwissenschaft, es ist eher eine Erfahrungswissenschaft, die mit Naturwissenschaften zusammenhängt und so. Das interessiert Mediziner selber und dann kommen die mit uns darüber ins Gespräch und dann kann man Wissenschaftstheorie oder Philosophie oder Reflexion mit Medizinern betreiben. Und das könnte man natürlich mit den anderen Bereichen genauso. Und ich würde sagen, auch bei den Erziehungswissenschaften haben wir das tatsächlich schon öfter versucht, weniger auf Wissenschaftler, denn auf Studierendenebene. Also da wäre es meiner Meinung nach ziemlich wichtig, so ein wissenschaftsreflexives Propedeutikum quasi für die Lehramtsstudierenden einzuführen. Das scheitert aber an diversen Dingen, unter anderem an den Vorgaben, die der Freistaat für die Lehrerausbildung macht. Aha, gut, okay, dann hat sich das schon erledigt. Herr Gretlein, möchten Sie sich zu den Theologen äußern? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich glaube, man muss natürlich auch sagen, vielleicht bei der Medizin noch ergänzend, geht es ja oft auch um moralische, ethische Fragen. Und da ist, glaube ich, der Austausch relativ eng, dass Medizinethik wird zwar auch viel von Medizinern betrieben, aber da sind Philosophen sicherlich auch gefragt. Und natürlich mit der zunehmenden Mächtigkeit des Menschen, um das vorhin nochmal aufzunehmen, und das ist ja, was lebensverlängernde Maßnahmen anbelangt, was wir an Transplantationen, an Eingriffen in die Genetik etc., das sind natürlich alles wichtige Fragen, wo Philosophen durchaus beteiligt sein sollten, würde ich meinen. Aber ich würde es auch fast für missverstanden halten, wenn wir sagen, oh, hört halt mehr auf uns, da müssen wir schon dann auch selber dafür sorgen, dass man gehört wird. Das ist nicht nur in der Verantwortung derer, die es nicht hören, sondern es ist auch derer, die rufen. Ja. Hier werden Sie gerufen, nämlich jetzt nochmal. Hallo, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie diese wunderschöne Sache angesprochen haben. Da haben Sie mir mehr oder weniger eine gute Einleitung gemacht. Als ich hier gekommen bin, habe ich gedacht, ich werde nicht reden können, weil ich habe von Philosophie eigentlich ganz wenig gemacht. Ich habe das ganze Vokabular nicht. Aber ich erlebe jeden Tag in meiner Arbeit mit Jugendlichen, dass das genau das ist, was fehlt. In meiner Jugend, in der Schule, wo ich war, und das ist natürlich sehr lange her, wir mussten Philosophie belegen, egal was, welche Wege wir früher hätten, mussten wir bis Abitur Philosophie belegen, und zwar die drei letzten Jahre des Gymnasiums. Und danach hatte ich auch ganz tolle Impulse, die später in mein Leben gekommen sind. Ich rede jetzt konkret, weil ich eben jetzt mir unheimlich wünschen, eben, dass Philosophie in den Programmen der Schule kommen würde, aber auch in der Ausbildung der Lehrer, weil drei Teile davon, die ich kenne praktisch, das ist Ethik, Organisation und Logik, damit sie überhaupt diesen Alltag in der Schule bewältigen können, besonders heute, das wird überhaupt nicht mal gelehrt, das wird negiert, das wird einfach reißt dich zusammen. Und wo selbst auch keine ethischen Beispiele gegeben werden in dem Alltag in der Schule, sorry. Und dann aber auch, wenn überhaupt so Diskussionen kommen, wo was Philosophisches da wäre, die haben echt die Lehrer, die Leitungen von dieser Schule nicht wissen, wie sie damit klarkommen können, weil sie haben niemanden, der zur Verfügung steht, als Berater für eine Podiumsdiskussion oder irgendwas zu machen. Das heißt, ich erlebe immer noch in meinem Alltag, dass Philosophie eine wunderschöne, elitäre Sache geblieben ist und eben, wo der Mensch ein bisschen weg ist, weil alles, was sie machen, das ist so fantastisch, aber konkret in meinem Alltag, für das, was ich mir wünsche, damit wir als erwachsene Menschen ein bisschen mehr uns Gedanken machen und vielleicht philosophieren können zu Hause, soweit wir können. Wir haben nicht die Werkzeuge in der Hand, es werden die nicht mehr gegeben. Definitiv nicht. Und um das abzuschließen, einige kennen mich, ich bin immer diejenige, die nervt, überall haben viele Verwaltungen und so. Das Einzige, was ich erreiche, ist, Sie sind so emotional, Madame Dussol. Und dann wird das Thema zu Ende gemacht. Die sollen erstmal ihr Schulabschluss machen. Die sollen sich nicht so viel Gedanken machen über Ethik, Logik, Organisation, Anthroposophie. Das Ganze ist nicht relevant. Könnten Sie nicht meine Elite
sich doch ein bisschen mehr engagieren. Ich würde jetzt mal vermuten, dass wir da bei uns beiden offene Türen einrennen. Also ich glaube auch nicht, also als Elite würde ich die Philosophie sowieso nie verstehen. Also das mit dem akademischen Elfenbeinturm ist ein Problem. Wir versuchen, dem öfter zu entkommen. Das mit den Schulen, also da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Ich würde auch sagen, für Schulen wie für Universitäten würde ich frühzeitigen Philosophieunterricht, genauso wie übrigens auch mehr Wissenschaftsgeschichte, für extrem hilfreich halten. In der Philosophie gibt es auch schon lange Bestrebungen durch die philosophischen Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Philosophie beispielsweise. Da haben sie bei jedem Deutschen Kongress für Philosophie, da fallen also immer 1500 Philosophen in eine Stadt ein und haben ein großes Programm, da haben sie immer ein Begleitprogramm an den Schulen, ne? Also Philosophieren mit Kindern. Und von den Philosophen aus, also von den professionellen Philosophen aus, gäbe es eine riesige Bereitschaft, das zu begleiten, also Philosophie an den Schulen wirklich im starken Sinne einzurichten. Das scheitert nicht an den Philosophen. Das scheitert tatsächlich an der Umsetzung, an der Meinung, dass es sowas wie einen Kernlehrplan gibt, dass sowas wie Philosophie und Ethik, wenn dann ein Zusatz- oder Ergänzungsfach ist, aber auf jeden Fall kein Kernfach in der Ausbildung. Und ich glaube, dass es da, wenn es eine politische Bereitschaft gäbe, von Seiten der Philosophie und der philosophischen Verbände, könnte man da ziemlich schnell was auf die Beine stellen. Und es gibt auch immer wieder ehrenamtliche Versuche, habe ich selber auch schon gemacht bei diesen Konferenzen, bin auch schon öfter in Schulen gegangen. Das ist dann aber meistens halt, ja, 2 Stunden vielleicht, ne? Und dann sieht man schon die Begeisterung. Wir haben selber so ein Schulprojekt auch gemacht, wo wir versucht haben, an Mittelschulen Philosophie und Wissenschaftsbegeisterung quasi ein bisschen zu entfachen. Das hat dann die Robert-Bosch-Stiftung dankenswerterweise gefördert für 2 Jahre und danach ist das Projekt wieder verschwunden, ne? Weil es keine Strukturen dafür gibt. Aber ich glaube, Bereitschaft gäbe es sehr viel und die Notwendigkeit sehe ich genauso wie Sie. Ja, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten, die sollten wir uns auf jeden Fall noch nehmen. Ich habe jetzt 2 Wortmeldungen. Gibt es noch zusätzlich welche? Dann zeigen Sie bitte auf, ansonsten noch eine 3. und 4. habe ich jetzt auch. Und dann gehen wir es am Schluss dann nochmal zurück aufs Podium. Aber jetzt erstmal die 1. Bitteschön. Ja, eine Frage an Herrn Jungert. Auf Ihren Folien hatten Sie ein Stichwort genannt, zu dem ich gerne noch mehr wüsste. Austausch der Philosophie mit den Künsten und Kunstwissenschaften. Mhm. Welche Formate haben Sie da entwickelt und welche praktischen Erfahrungen können Sie berichten? Ja, also tatsächlich haben das jetzt wir weniger als Institut. Da gibt es tatsächlich eigene Einrichtungen an der FAU. Und bei den bildenden Künsten haben wir tatsächlich Nachholbedarf, würde ich sagen. Haben aber schon öfter gedacht, dass wir auch jetzt zum Beispiel bei diesem Thema KI und Kunst schon darüber nachgedacht haben, Kooperationsprojekte mit der Kunsthochschule in Nürnberg anzustoßen. Was es konkret gibt, ist dieses Erlanger Zentrum für Literatur und Naturwissenschaften, wo also Literatur, eben auch nicht wissenschaftliche Literatur, Romane und Literaturforschung mit Wissenschaften und Naturwissenschaften zusammengebracht werden. Also die Frage, wie werden naturwissenschaftliche Theorien dargestellt, wie werden Wissenschaftler in Romanen beschrieben, gibt es da Stereotype, wozu führen solche Stereotype, wenn es sie denn gibt, und inwiefern könnte quasi ein stärkerer Austausch zwischen Fachwissenschaft und Autoren im Bereich, ne, von Romanen konkret dazu führen, dass sich auch das Wissenschaftler- und Wissenschaftsbild verändert. Also da gibt es von diesem ELINAS, heißt es, da haben sie auch eine eigene Homepage in Erlangen, konkret, also Workshops, Tagungen, Lesungen und so weiter, wo solche Fragen konkret problematisiert werden, wo man dann auch versucht, tatsächlich eben nicht nur über Literatur zu sprechen, sondern mit denen zu sprechen, die diese Literatur verfassen. Und dann wirklich die zum Beispiel Physiker, die das ganz entscheidend leiten in Erlangen, zusammenzubringen mit Autoren. Gut, danke. Hier die nächste Wortmeldung. Ich bin jetzt in der höchst unangenehmen Situation, dass ich sogar 2 Fragen habe. Ich hoffe, die 1. können Sie sehr kurz beantworten. Ich studiere Informatik, ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit Physik und Wissenschaft allgemein sehr gerne und Wissenschaftler schreiben ja Papers und veröffentlichen die ja dann in wissenschaftlichen Journals und so weiter. Von Philosophen höre ich immer nur, dass die Bücher schreiben. Also veröffentlichen die auch Paper oder ist das dann eher so mit anderen Disziplinen Kooperationen? Nein, die veröffentlichen auch viele Papers. Ja. Okay, gut. Also zunehmend auch andere Formen. Also genau, also Paper gibt es zunehmend, englischsprachige Journale in der Philosophie. Bücher sind tatsächlich noch eine wichtige Währung, also auch wenn man sich als Philosoph in der Universität qualifiziert.
ist es oft, nicht immer, aber oft noch so, man muss das erste Buch schreiben, das ist die Promotion, das zweite Buch ist die Habilitation. Das zweite wird aber in der Philosophie mittlerweile oft ersetzt durch eine kumulative Habilitation, das heißt mehrere Paper zu einem Themenkreis, die dann das klassische Buch ersetzen. Hat den Vorteil, dass die Ergebnisse früher kommuniziert werden können und vielleicht auch nicht 500 Seiten Bücher entstehen, sondern 20 Seiten Paper. Und es gibt auch mittlerweile viele Versuche, also Sie können sich zum Beispiel mal Denkste anschauen, mit X geschrieben, das ist ein preisgekröntes Projekt der Uni Düsseldorf, wo man versucht, philosophische Inhalte über Podcasts bekannt zu machen und wirklich auch im Dialog mit der Öffentlichkeit philosophische Fragen zu sammeln und die dann interaktiv über Podcasts oder auch über solche Formate, so ähnlich wie das, was wir heute machen, an die Öffentlichkeit zu bringen und vor allem dann mit der Öffentlichkeit in Dialog zu kommen. Das finde ich wirklich wichtig, weil ich da nie eine Einbahnstraße bei der Wissenschaftskommunikation sehe, sondern immer denke, das funktioniert nur im Dialog auf Augenhöhe, bei dem eigentlich beide Seiten was voneinander lernen. Ja, das klingt cool, das macht sehr viel zugänglicher. Okay, jetzt meine zweite Frage. Korrigieren Sie mich gerne, falls ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ich habe es jetzt so im Laufe des Vortrags und so weiter, der Diskussion verstanden, dass Philosophie Methoden und Prozesse hat, dass es eine mehr oder weniger gute Art gibt, sie zu führen und dass sie ja auch Ansichten ein bisschen aufbricht, dekonstruiert, schaut, stimmen die Annahmen und so weiter. Und Sie haben jetzt auch schon ein bisschen Neuropsychologie und so weiter angesprochen. Vor dem Hintergrund jetzt einerseits wissenschaftlich, aber auch persönlich, das sind ja recht unterschiedliche Bereiche, wie man Philosophie da führt, sehen Sie bewusstseinsverändernde Substanzen dann eher als Chance oder eher als hinderlich im Kontext? Also sowohl wissenschaftlich als auch persönlich. Also wir haben hier nur Wasser auf dem Podium. Wollen Sie die Frage später nochmal stellen, wenn die Kameras aus sind? Ich sage jetzt einfach, na klar, nein. Ja. Fußballfunktionäre tun das, hat man jetzt gerade wieder gelesen. Aber Philosophen, nein. Also man, ohne jetzt auf Ihre Frage so zu antworten, wie Sie es sich wahrscheinlich wünschen, aber es gibt zumindest darüber eine philosophische Debatte in der Ethik und angewandten Ethik über den Einsatz von bestimmten Formen von bewusstseinserweiternden Substanzen oder auch verschiedenen Arten von, also kognitives Enhancement ist tatsächlich ein Thema in der Philosophie, also die Frage, wie man durch Prozac oder andere Substanzen quasi möglicherweise auch zu einem anderen oder besseren Menschen wird, ist was die Philosophen in den letzten 20 Jahren beschäftigt hat. Also da finden sie auch Literatur, philosophische Literatur dazu, ob das wünschenswert ist. Ne? Also kognitive, kann man Erweiterungen nennen, Änderungen oder so, durch Substanzen herbeizuführen. Also gibt es zumindest eine Forschungsdiskussion, auf die ich Sie jetzt verweisen kann. Gut, den Rest diskutieren wir dann nach der Freigabe von Cannabis. Ich gehe hier mal weiter. Vorhin war in der Diskussion das Wort Weltbild oder Weltanschauung. Was ist problematisch am Wort Weltanschauung? Das ist mir nicht bekannt. Das kann man an den Moderator fast weitergeben, die Frage. Ne? Da haben wir uns nämlich vorhin in der Pause dazu unterhalten. Naja, also eine Weltanschauung enthält nicht nur deskriptive Aussagen, also nicht nur empirisch überprüfbare Aussagen darüber, wie die Welt beschaffen ist, sondern Weltanschauungen enthalten typischerweise auch Wertungsaussagen, normative Aussagen. Und über die kann man natürlich trefflich streiten. Und es war nun einfach in der Geschichte so, dass Weltanschauungsvorschläge halt in politisch problematischen Kontexten mit Propaganda so lange verankert wurden, bis sich alle angeblich einig waren. Und das ist keine besonders gute Tradition, weil sie dem kritisch-aufklärerischen Denken widerspricht. Und in dieser Hinsicht hätte ich ja unterschieden zwischen Weltanschauung und Weltbild. Aber auch das Weltbild wurde mir heute ja ausgeredet von Herrn Gretlein. Und beim Thema Menschenbild hat man natürlich ein ähnliches Problem. Will man da nur beschreiben, was es da so alles gibt, was es so an zweibeinigen Hirnbesitzern so gibt? Oder will man da normative Aussagen machen? Und ein normatives Menschenbild wird schwierig, oder, Herr Gretlein? Ja, ganz genau, meine Auffassung. Der Begriff Weltanschauung ist einfach auch historisch kontaminiert, muss man sagen, weil der
vor allem in der NS-Zeit sozusagen als ein Terminus, auch in der Philosophie. Das ist übrigens was, was mich immer noch fasziniert, abschreckenderweise, wenn Sie anschauen, wie sich der philosophische Diskurs in den 30er Jahren geändert hat, dann ist es zum Verzweifeln, ja? wenn man sich da Aufsätze von Philosophieprofessoren, die wirklich was zu sagen hatten, wie die in ihrer Terminologie sich ändern, wie das auch in dieses Fach eingegriffen hat, also eingegriffen oder wie das wirksam wurde in diesem Fach, das ist wirklich erschreckend. Ganz kluge Leute schreiben auf einmal aus heutiger Sicht den letzten Unsinn. Und der Terminus Weltanschauung, der ist eben einer, der dort eine große Rolle gespielt hat und allein deswegen schon nicht mehr verwendet werden sollte. Also man kann vielleicht noch ergänzen, dass man unterscheiden kann zwischen Weltanschauung in philosophischem Kontext und im juristischen Kontext. Juristisch ist es tatsächlich so, dass übergreifende Aussagen über die Rolle des Menschen im Kosmos und so weiter als weltanschaulich bezeichnet werden und dann neutral als Oberbegriff, der religiöse Deutungen umfassen kann, der aber auch nicht religiöse Auffassungen beinhaltet. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, vielleicht nochmal auch in Bezug auf die Theologie, weil es eben auch andere sinnstiftende Gedanken gibt und andere Orientierungsgrößen als nur die religiösen. Und die Nichtreligiösen werden dann oft eben weltanschaulich genannt. Und das scheint mir eine fortwirkende und ehrenwerte Verwendung des Begriffes zu sein. Gut, dann gehen wir jetzt zur letzten Frage. Das ist bei Ihnen. Dankeschön. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Schulen zurückkommen, weil ich glaube, dass die Chancen nie so gut waren, das Schulsystem mal doch zu verändern oder vielleicht auch großflächig zu verändern wie jetzt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich bin Politikerin und möchte das gerne tun, möchte die Philosophie in den Unterricht bringen und entweder bin ich direkt in der Regierung, möchte also positive Argumente, warum ich bisher gut gearbeitet habe, aber trotzdem es vielleicht jetzt noch ein bisschen verbessern könnte. Oder ich wäre Oppositionspolitikerin und möchte gerne jetzt genau mal das Ganze revolutionieren. Was wären die Argumente, die Sie für mich hätten, die ich dann vortragen könnte, damit ich gewählt werde mit dem, was ich dann als Argumente liefere? Wer möchte sich zuerst dazu äußern? Schauen wir uns beide gegenseitig an. Schwierig. Ja, vor allem, weil Sie ja zwei unterschiedliche Szenarien gewählt haben, ne? Also die wahrscheinlich jeweils unterschiedliche Argumente erfordern. Wenn Sie in der Opposition sind, können Sie natürlich sagen, wir machen jetzt mal alles anders und da gehört auch ein starker Philosophieunterricht dazu. Und da versuchen wir jetzt mal das, was stiefmütterlich behandelt wurde, nämlich kritisches Denken fördern, quasi Wissenschaft irgendwie umfänglich zu betrachten, nicht nur ihre Ergebnisse und so weiter, das implementieren wir jetzt auf eine neue Art und Weise in der Schule. Da können Sie natürlich sagen, das ist was, was bis jetzt gar nicht vorkommt. Und das, wenn ich das jetzt vorschlage als ein neues Fach zum Beispiel mit einem entsprechenden Umfang, könnten Sie damit wahrscheinlich punkten. Bei demjenigen, der quasi schon in der Regierung ist, müssten Sie natürlich, also Sie haben das Problem, dass Sie sagen, naja, wir haben ja schon Ethikunterricht und auf dem Papier gibt es das ja. Und da müssten Sie dann sagen, gut, jetzt haben wir aber in den letzten 20 Jahren gelernt, dass erstens Ethik nur ein Teilbereich der Philosophie ist und da eben nur ein Teilbereich der Fragen verhandelt wird und dass zum Beispiel die gesellschaftlichen Bedarfe nach Philosophie und kritischer Reflexion beispielsweise in der Corona-Pandemie einfach deutlicher geworden sind. Also der Bedarf an kritischem Verstehen von Wissenschaft und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft oder auch Rückwirkungen von Gesellschaft auf Wissenschaft sind in den letzten Jahren deutlicher geworden. Und deswegen gibt es einen politisch sichtbaren Bedarf, das jetzt an den Schulen auch frühzeitig zu implementieren. Und ich würde übrigens ergänzen, nicht nur an den Schulen, sondern auch an den Universitäten. Ich würde vielleicht noch ergänzen, in einer Zeit, in der über das World Wide Web so viele Informationen verfügbar sind, die oftmals als Wissen weitergegeben werden, obwohl ihnen ein wesentlicher Bestandteil dessen fehlt, was Wissen eigentlich ausmacht, ist es wichtig, eben ein Reflexionspotenzial und ein
sozusagen des eigenen Nachdenkens zu erlernen, weil wir so viele Angebote haben, einfach etwas zu übernehmen. Und das mit dem vorhin viel zitierten Chatbot noch deutlicher werden wird, ja, dass wir sozusagen immer Wissen vortäuschen können. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir ein Fach haben, das Reflexionspotenzial entfaltet und dazu führt, dass man eben Wissen zum Beispiel von Informationen unterscheiden kann. Ich würde gerne noch ergänzen, dass ein Ethikunterricht, der nicht nur ein Ersatzfach ist für die, die sich von Religion abgemeldet haben, sondern der für alle gesellschaftliche Maßstäbe diskutiert, in einer pluralen Gesellschaft gesellschaftsverbindend sein kann und eine Grundlage für alle schafft. Und das gilt sowohl in der Regierung als auch in der Opposition. Ja, das ist das akustische Signal, dass wir zu Ende kommen müssen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Beiträge und für die gute Diskussion. Und ich darf in eigener Sache für Codices anfügen, wie es weitergeht. In 3 Wochen gibt es einen weiteren Termin des Humanistischen Salons. Wir haben dann den Wissenschaftsjournalisten Steve Eyern zu Gast, der ein Buch geschrieben hat zum Thema, was man heute noch sagen darf. Also eine kritische gesellschaftsphilosophische Fragestellung. Codices hat, wie Sie wissen, auch andere Veranstaltungsformate. Schon in 2 Tagen, am Dienstagabend, werden wir im Nürnberger Copernicus Planetarium wieder zu Gast sein mit einem Vortrag zur Funktionsweise der menschlichen Wahrnehmung. Das wird sicherlich sehr spannend, ist auch eine Präsenzveranstaltung. Und dann führen wir die Online-Reihe Buch trifft Hirn fort. Das wird am Donnerstag, den 16. abends stattfinden, mit Stefan Kölsch, Hirnforscher, der zur Frage gearbeitet hat, wie Musikverarbeitung im Gehirn stattfindet und der uns einiges zum Unterbewussten erläutern wird. Wäre schön, wenn wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedersehen. Ich bedanke mich zum Schluss ganz herzlich bei unseren beiden Philosophen auf dem Podium, Michael Jungert und Thomas Gretlein. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank.